Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr denkt, ihr habt alles, wenn ihr denkt, alle Hausaufgaben sind gemacht, und dann habt ihr das Gefühl, wenn ihr sie zeigen müsst und den Hefter aufklappt und seht, Scheiße, es fehlt ein Blatt. Genau dieses Gefühl hatte ich mit dieser Folge. Und zwar ist natürlich, wo wirklich alles richtig laufen sollte, natürlich ist da alles, wirklich alles schiefgelaufen. Wir haben was verloren. Benjamin, das haben wir verloren. Ja, etwa 15 Minuten oder wie viel von unserem Gespräch? Ungefähr, wir haben 15 Minuten ungefähr. Wir sind einfach abhanden gekommen, das haben wir nicht mehr. Ist verschwunden, wir wissen nicht genau weshalb. Aber ja, hat man jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Wir haben hauptsächlich, glaube ich, über The Last of Us 2 in diesen 15 Stelle, Minuten genau. geredet. Ja, also Leute, da habt ihr jetzt ein bisschen weniger über The Last of Us und ich glaube, vielleicht noch über The Resident Evil oder so. Aber ich glaube, das müsste noch das meiste drin sein. Aber ja, Wir haben auch, glaube ich, ein bisschen was über Game of Thrones verloren. Ja, also wir haben über ein paar Sachen was verloren, worüber wir geredet haben. Jetzt fragt ihr euch, aber warum redet ihr denn über The Last of Us? Warum redet ihr über Game of Thrones? Ihr habt doch schon so oft darüber geredet. Warum? Ja, das werdet ihr hören. Warum? Ne? Oder? Ja. Oder? Ja, das beziehungsweise ihr werdet den Teil nicht mehr hören, aber... Ja, den Teil nicht, aber den danach, also den davor und danach werdet ihr hören. Ja, ich glaube, das reicht, oder? Mehr brauchen wir gar nicht sagen. Ja, genieß die Folge. Das, was geblieben ist, und das ist ja noch das meiste. Also ist wirklich wenig, was verloren gegangen ist. Wir haben ansonsten wirklich sehr viel Interessantes besprochen in dieser Folge. Genau. Also, viel Spaß beim Hören. Das waren Zukunfts-Benjamin und Zukunfts-Ronny. Das war zurück in die Zukunft und jetzt zurück in die Vergangenheit. Ne? Oder für euch in die Gegenwart. Wow, das ist Mindfuck. Mindfuck der Woche. Grüßt euch, Leute. Ich habe heute kein Zitat vorbereitet. Sondern weil das heute eine ganz spezielle Folge ist, da wir einen Gast haben. Nein, es ist nicht wieder Olli, es ist jemand, der etwas unklugscheißender durch die Welt zieht. Es ist Jule. Werden wir noch sehen. Ja, okay, weiß ich nicht. Ich hoffe es auf jeden Fall, weil... Olli ist schon manchmal, sonst kriege ich wieder Ärger, wenn ich jetzt zu sehr über Olli erzähle. Grüßt euch auf jeden Fall, ihr beide und ihr Zuhörer auch. Grüß Benjamin, willst du was sagen? Ich freue mich, wieder da zu sein und ich freue mich, dass wir wieder so eine besondere Folge haben. Wir machen ja eigentlich nur besondere Folgen, ne? Jede Folge ist besonders und die ist jetzt am besondersten, weil wir wirklich einen echt, echt coolen Gast haben. Ja, dich, Jule, möchtest du dich mal kurz vorstellen und mal sagen, wer du bist und was du machst? Weil ich glaube, das kannst du am besten machen. Ja, also meinen Namen habt ihr ja schon jetzt in die Runde geworfen. Hi, ich bin Jule oder auch Julia, aber Jule ist komplett in Ordnung. Ich denke, Olli hat mich als Jule immer vorgestellt, deswegen habt ihr das so übernommen. Weil er kennt mich glaube ich Genau, und ja, genau, das hat er Bruder Ronny, Olli, den kennen ja die Zuhörer wahrscheinlich schon. Und deinen zweiten Bruder, den Mozart, den kennen sie auch. Und ich kenne beide, genau. Also ich war mit dem Olli in ja, du warst Klasse. Genau, wir sind also Schulkameraden gewesen seit der, 8. Klasse war es, glaube ich. Ja, 8. Klasse, genau. Also kenne ich ihn wahrscheinlich sogar länger als du. Ja, das stimmt. Weil ich bin geboren, wo er 16 war. Und genau. 8. Klasse ist man, glaube ich, noch nicht 16. Gut, da komme ich gleich mal zu einer ersten Frage, die mir gerade so einfiel. Also so aus der... Wie bitte? Ja, da ist man so 13, 14, sage ich. Ja, stimmt, kann sein.
ist zwar noch nicht so lange her bei uns, aber Morsch. ja, ich bin mit Altersschätzen immer schlecht und so Klassen ganz schlimm. Meine erste Frage, die mir gerade eingefallen ist, so aus der Kalten raus, die auch überhaupt nichts mit dem Podcast hier zu tun hat, weil du ja erwähntest, dass du mit Olli zusammen in die Schule gegangen bist und da interessiert mich natürlich, war Olli schon immer so ein Klugscheißer? Habe ich nie so empfunden tatsächlich. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich selber ein Klugscheißer bin und weiß gleich und gleich gesellt sich gern und dann können wir uns gegenseitig berichtigen und Fakten austauschen. Und ich habe deinen Bruder immer als sehr angenehmen Gesprächspartner empfunden. Ja, naja, ich Du kannst mich ja mal glaube, aufklären, was ja, du mit Klugscheißen meinst. naja, Olli ist ja oft so, also jetzt wird das hier ein Rant gegen Olli. Olli ist oft so, naja, so hochtrabend. Manchmal so, meine Mom sagt immer, er spricht so professormäßig. Genau, und so läuft es jede Folge, wenn er nicht da ist. Und selbst wenn er da ist. Gut, ich glaube, über Olli haben wir genug geredet jetzt. Ja, genau. Egal. Aber wollte ich wissen. Aber er scheint wahrscheinlich schon immer so gewesen zu sein. Vermute ich mal. Also ich habe Weil. die schönste Erinnerung, die ich an Olli habe, war, ich glaube, 10. Klasse, Lateinunterricht. Und wir mussten eine stille Übersetzung machen, weil unser Lehrer irgendwie, was weiß ich, krank war oder keine Ahnung was. Und ich war mit Olli in der Gruppe und er hat ja mal lange Haare, mal kurze Haare, aber da hatte er halt richtig schöne lange Haare. So hier, so, ne, Gardine. Und wir haben den Satz übersetzt und gegenseitig beraten, welche Vokabeln wir wussten und so. Und dann kam halt das Wort Karus, lateinisch Karus, was Karren heißt, drin vor. Und wir waren schon drei Sätze weiter und einer hatte halt gefragt in dem Satz, was heißt denn Karus? Und Olli in seiner Welt, Haare. Und dann zwei Sätze später, Karren. Und wir so, was? Ja, Karus heißt Karren. Ja, Olli, wir sind schon zwei Sätze weiter. Ach so. Na egal. Und dann hat er wieder angefangen, ja, mit den Stiften, weiß schon, ja. Ach hier, ja, das hat er wirklich früher immer sehr oft gemacht. Einer der schönsten Das hat Erinnerungen. er mit dem Also, da war er Besteck noch auch nicht immer gemacht am klugscheißermäßig Tisch. drauf. Auf jeden Nee, okay, naja. Fall. Aber es ist schön, mal von jemand anderem zu hören, wie Olli so war. Ja, witzig. Ja. Mein dich kenne ich auch noch, als du ganz klein warst, aber du kannst dich wahrscheinlich an mich nicht mehr erinnern. Nee, kann ich nicht. Leider Schade. Ich habe euch mal kann ich besucht, nicht. als ihr noch in Herne gewohnt habt, da. Ah ja, Aber obwohl egal, ich lass denke, uns jetzt also mal. bestimmt ja, die alten Zeiten. Die alten Zeiten. Ja, Ja, lange ist's her. gut, das ja, ist wirklich lange her. Naja, dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema, weil Olli hat ja gesagt, du hast einen eigenen Podcast, ne? Worum geht's denn in dem Podcast von dir? Also eigener Podcast würde ich jetzt mal ein bisschen relativieren. Das ist jetzt nicht nur mein Podcast in dem Sinne, sondern ich bin Teil eines Podcasts auch, ja. Und wir sind eine relativ große Gruppe. Ich weiß es gar nicht so gut. Also in der Gruppe an sich mit Nichtsprechern sind wir um die 13 Leute tatsächlich. Ah, krass. Ja, und aber die von denen, also von diesen 13 sind jetzt irgendwie, ich glaube, nur 11, die tatsächlich auch aufnehmen und hörbar sind. Die anderen sind so ein bisschen eher im Hintergrund tätig. Und dann haben wir halt auch nie aber Folgen, wo jetzt alle 11 gleichzeitig sprechen. Also wir haben einen Host, die ist dann immer dabei. Also wir sind nur Frauen, genau. Also mein Host, Kate, die ist immer dabei. Die führt halt so ein bisschen durch unsere Besprechungen und dann sind wir immer so zwischen 4 bis 6 zusätzliche Sprecher, sage ich jetzt mal. Das ist so unser Format. Und was wir machen, wir
machen praktisch ähnliche Sachen wie ihr. Also wir, nur dass wir halt ein bisschen uns auf eine Serie nur fixiert haben. Wir besprechen nämlich The Handmaid's Tale. Der Report der Markt heißt das auf Deutsch. Läuft oder ist in Amazon Prime bis zur 4. Staffel enthalten zurzeit. Und auf Magenta kann man jetzt die neue 5. Staffel schauen gerade, die jetzt rausgekommen ist, genau, und das ist unser zentrales Thema halt, genau, wir machen halt, wir gucken uns die Folgen an und besprechen die Folgen halt, analysieren die und ja, versuchen halt zwischen den Zeilen ein bisschen zu lesen, Verbindungen zu finden, auch, also richtig auch ein bisschen tiefer zu gehen, indem wir halt die ganze Serie dann, also was rekapitulieren lassen, zum Beispiel, also wenn wir jetzt eine aktuelle Folge sehen und denken, ah, cool, die Einstellung oder diese Szene, die hat mich total an Staffel 1 von vor 5 Jahren erinnert und das ist bestimmt irgendwie eine Parallele und die wollten uns das zeigen oder da haben sie irgendwie eine Verbindung geschaffen zwischen irgendwas, was du halt damals noch gar nicht dran gedacht hast, irgendwie, das ist ja bei vielen Serien so und genau. Das ist so ein Format. Okay. Ja, sowas haben wir mit Benjamin auch gemacht vor kurzem, und zwar zur ersten Staffel von House of the Dragon. Genau, da haben wir auch Folgenbesprechungen richtig gemacht. Genau, Benjamin, du kannst ja mal ein bisschen erzählen, wie das so war. Ja, genau, also wir haben auch versucht, genau das so gut wie möglich, wie es uns möglich war, das zu analysieren, so ein bisschen die erste Staffel von dieser Serie. Ich weiß, wahrscheinlich sagt ihr House of the Dragon was, oder? Ja, ich habe es auch gesehen, tatsächlich. Also alle Folgen. Also gut, okay. Ja, also wir sind ziemlich große Game of Thrones-Fans und deswegen haben wir uns gedacht, ja, da können wir ja gleich Folgenbesprechungen zu der neuen Serie machen und haben auch versucht, genau was, was du jetzt gerade gesagt hast, auch was Einstellungen angeht und sowas, das bisschen genauer zu analysieren, wirklich die Filmästhetik und geschichtenerzählerisch. Und Ronny hat auch noch Hintergrundwissen aus den Büchern und da haben wir das auch so versucht, ziemlich professionell zu machen. Ob das so geklappt hat, ist eine andere Frage. Also sagen wir mal so, ich habe mich vorbereitet, Benjamin nicht. Ich habe es meistens so gemacht, ich habe die Folge einmal vorher geguckt und dann habe ich es so im Hintergrund, während wir die Folgenbesprechungen gemacht haben, noch so im Hintergrund laufen lassen, damit ich die Bilder nochmal sehe, weil ich bin ein sehr visueller Mensch, also deswegen mag ich auch Filme so sehr, weil das halt visuell irgendwas ausdrückt und ich gerne schöne Bilder sehe. Und ich es mehr mag, wenn wirklich etwas durch Bilder erzählt wird, als einfach nur durch Dialoge. Dialoge sind natürlich auch ganz cool, aber wie gesagt, ich finde, man sollte einen Film auch relativ gut verstehen, ohne dass man sozusagen nur Dialog, also ohne dass man Text hat, sozusagen. Und wie habe ich mich vorbereitet? Dann gehörst du zur Zielgruppe von dieser Serie, die wir besprechen, weil da wird viel über Bild erzählt. Und das ist das Problem, was wir manchmal online haben, wenn wir da irgendwie in Foren sind, die diese Serie besprechen und einfach Sachen nicht gesagt werden, sondern einfach durch das Bild praktisch, durch die Reaktion der Schauspieler und der Figuren oder nur eine gezeigte Szene und es geht, und die Leute sind, wenn die jetzt, ich habe das Gefühl, wenn die irgendwie eine Serie oder einen Film gucken, sind die halt zu 50% am Gucken und 50% am Handy und, oder was weiß ich, machen was anderes und kriegen halt nur die Hälfte mit von dem, was eigentlich passiert. Und es tut mir leid, Ronny, ich wollte dich nicht unterbrechen. Naja. Wie bereitest du dich vor? Nicht schlimm. Benjamin soll mal sagen, wie ich mich vorbereitet habe, weil das ist die größte Freude für mich, wenn er es aussprechen muss. Ja, okay. Also Ronny ist wirklich, wirklich krass. Der kurz vorm Schlafen gehen guckt er sich noch so halb während dem Einpennen noch die Folge an. Am nächsten Morgen wacht er halt auf und ist so, oh Mist, wir müssen jetzt Podcast aufnehmen. Da setzt er sich schnell hin und guckt sich schnell noch mal so eine Zusammenfassung an, damit er weiß, was in der Folge passiert ist und dann reden wir drüber. So ungefähr ist das bei uns meistens, ja. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Ich habe ja die Folgen immer dreimal angeschaut und einmal das erste Mal auf Originalton, also auf Englisch, dann das zweite Mal auf Deutsch,
Meistens dann mit Olli habe ich mir die zusammen angeschaut und dann nochmal ein drittes Mal auf Englisch und habe mir dann auch direkt einen Zettel und einen Stift zugenommen und habe da Sachen wie Details im Hintergrund und so auch aufgeschrieben. Ja, Benjamin hat es nicht gemacht. Das, Nee, ich hab's nicht gemacht. ja. Also, das ist so Ja, naja. praktisch. Ja, also, wir sind so eher so die Vorbereiter à la Ronny. Ja, so. Wir schauen halt auch die Folgen und machen uns dann Notizen, also mehrmals die Folgen und machen uns dann Notizen dazu. Dieses Jahr tatsächlich. Also uns gibt es jetzt ziemlich genau ein Jahr. Also wir haben tatsächlich vor einem Jahr die erste Folge veröffentlicht, so Anfang Dezember. Ich weiß nicht genau, ob es der fünfte war. Okay. Und da haben wir halt angefangen mit Rewatches. Also weil die neue Staffel, die war gerade in der Produktion, die Staffel 5 von der Serie, ja. Und dann haben wir halt gesagt, okay, um die Zeit rumzukriegen, irgendwie, bis die neue Staffel irgendwann mal rauskommt, schauen wir uns halt alle Folgen von der ersten Folge an und machen halt eine Rückbesprechung, ja. Und dann haben wir halt pro Folge, dann haben wir auch zwei Folgen gemacht, weil eine Folge für neue Zuschauer, die halt die ganze Serie noch nicht kennen, ja. Und dann eine Spoiler-Folge, wo halt, wie gesagt, wir Sachen in Verbindung mit bringen, ah ja, das passiert danach und das ist jetzt schon irgendwie da in Verbindung und das gehört irgendwie zusammen thematisch und so. Genau. Das waren so die ersten Folgen und jetzt haben wir halt, wie ihr, praktisch live wöchentlich mit den neuen Folgen aufgenommen und veröffentlicht, wobei wir tatsächlich das Glück hatten, Zugang zu Screeners zu kriegen, also praktisch zu den Versionen, die für die Presse sind, eigentlich, ja, oder für Leute, die Reviews schreiben. Das heißt, wir haben die Folgen schon vor der Veröffentlichung gesehen, was ihr ja noch nicht habt, ne? Ihr habt sie ja einfach live da, wenn es halt Leider nicht, wir haben HBO HBO angefragt. Max, ja, genau, ja. Aber das kriegt halt nicht, das machen die halt. Wir hatten auch angefragt, glaube ich. Oder haben wir nicht? Ich glaube, wir haben es nicht gemacht, weil wir dachten, nee, wir wollen jetzt mal nicht so, hey, wir haben jetzt hier 90 Folgen über eure Serie schon produziert, jetzt gebt uns mal Zugang zu den Early Screeners oder so. Nee, aber tatsächlich haben wir durch Kontakte vom Showrunner selbst, der die Serie halt erdacht hat und für die Serie schreibt und produziert. Der hat da bei Hulu, das ist dieser amerikanische Streamingdienst, wo die veröffentlicht wird, ein Wort eingelegt und der hat uns die praktisch dann tatsächlich doch besorgt und dann konnten wir halt immer schon im Vorhinein aufnehmen und am Tag, wo die neue Folge kommt, schon unsere Podcast-Folge gleichzeitig mit veröffentlichen, sonst hätten wir es halt irgendwie ja, so wie ihr halt nachher machen können und dann schnell aufnehmen und dann vielleicht 2 Tage später dann die Podcast-Folge raushauen. Aber so war das natürlich Ja, eine super Möglichkeit. wie, also das interessiert mich, wie die diese Screener-Version sind die, weil ich habe oft gehört, so, weil ich höre ja auch andere Film-Podcasts und so, und sind die meistens dann auch noch so ein bisschen unbearbeitet, dass dann auch manches noch nicht ganz fertig ist? Oder war das bei den Ja. Versionen jetzt nicht so? Also, die waren in dem Sinne filmisch fertig. Also, wir haben dann natürlich auch nachdem die Folgen dann halt richtig veröffentlicht wurden, auch die mal geguckt, um zu sehen, ja, was ist jetzt hier eigentlich der Unterschied? Ja, war jetzt hier irgendwas anderes? Weil. Und die größten Unterschiede, die wir da zwischen dieser Screener-Version und der wirklich finalen Version feststellen konnten, waren, was die Musik be be betroffen hat. Ja, also einige Lieder wurden halt verändert. Szenen wurden gestrichen teilweise tatsächlich komplett. Also die haben dann gefehlt am Ende. Aber hinzugefügt wurde jetzt nichts unbedingt. Was noch so gefehlt hat, waren so Hintergrundgeräusche halt auch und so am Computer bearbeitete Sachen, ja. Also. Es gab jetzt irgendwie eine Szene, wo halt irgendwie eine kaputte Windschutzscheibe hätte sein sollen und dann stand halt oben in der Ecke
auf Englisch halt, ja, das muss da noch rein editiert werden, dass da irgendwie eine kaputte Windschutzscheibe ist, ja, zum Beispiel. Ah, okay. Also, die sind noch okay, nicht komplett 100% finalen, aber die kommen schon sehr, sehr nah ran, ja. Und, okay. Also, wir, kleiner Nebennotiz, sag ich jetzt mal, unser Podcast ist komplett auf Englisch, also wir reden alle auf Englisch. Okay. Das heißt, ja, das heißt, ja. ich ist halt auf Englisch. Manchmal das Englische auch ab, das tut mir leid. Ja, 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 genau. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich habe den Faden verloren. Egal. Das kannst du schneiden. Ja. Schneidet ihr? Schneide, ja, ich schneide, natürlich schneide ich. ja. Gut, dann springen wir einfach bei der nächsten Frage rein. Benjamin hat ja welche vorbereitet, ne? Also, ja, ne, ich habe mir. Ja, ich habe welche. Aber du hast jetzt eine Übersicht. Genau, da kannst du ja mal stellen. Gut, genau. Also, ja, ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht. Ich habe natürlich jetzt daran gedacht, ne, wir sind ein Filmkanal so, und wir haben auch jetzt wussten, dass du wahrscheinlich auch andersweitig mit Filmen und Serien was zu tun hast, wenn du einen Serienpodcast sozusagen machst. Und deswegen waren unsere ersten zwei Fragen so ein bisschen, was sind so deine Top-Filme und Top-Serien, deine absoluten Lieblinge? Okay. Ich danke auf jeden Fall, dass ihr mir die Fragen vorhin reingeschickt habt, weil das spart uns, glaube ich, viel Zeit. Da muss ich nämlich nicht überlegen. Okay. genau. Ja, das dachten wir schon. Und ich weiß ja nicht, ob wir das mit den anderen Leuten auch machen. Ich weiß, dass der Mozart mal hier war. Ich habe es mal reingehört. Ich habe mal zwischen ein paar bei euren Episoden. Ja, der Große war mal. Der Mozart war mal hier. Genau. Und dann da dachte ich so. Warte mal, ist das Olli? Nee, warte mal, das ist doch gar nicht Olli, das ist doch der andere. auf jeden Fall habe ich mit solchen Fragen schon ein bisschen gerechnet, aber ich weiß ja nicht, ob ihr euren Gästen da auch schon mal die Fragen im Vornherein schickt oder einfach so ins kalte Wasser werft. Nee, die anderen haben wir alle ins kalte Wasser geworfen. Ne? Alter, ja, schon. Weil die anderen waren auch eher so spontan. Okay, also zurück zur Frage. Meine Lieblingsfilme. Einer meiner Top-Lieblingsfilme ist Drecksau, heißt der auf Deutsch. Toller Titel, ich weiß. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ob ihr von dem gehört habt. Ich tatsächlich nicht. Kann das ja wundert mich gar nicht. Ich bin immer super vorbereitet. Ich gucke auch gerade. Ich habe IMDb immer auf. Und da kann ich immer schnell nachschauen. Ich kann auch ein bisschen was kannst du noch mal den Namen erzählen. Drecksau. Genau. Okay. Auf Englisch heißt der Filth. Also. Ja, genau. Erzähl also ich mal. Ich kann auch erzähl was kurz dazu sagen, ja. Genau, also das ist ein Film mit James McAvoy in der Hauptrolle. Der übrigens mein Lieblingsschauspieler ist zurzeit. Oder auch ziemlich lange schon. Seit bestimmt 10 Jahren jetzt mittlerweile. Weil ich, also hauptsächlich auch durch diesen Film, weil ich finde, was er da abliefert, ist wow. Und das, ihr kennt jetzt Trainspotting, kennt ihr aber, oder? Trainspotting, ja, kenn ich zumindest auf jeden Fall. Ja, der 90er-Film. Ich habe schon von gehört, aber ich habe es nicht geschaut. Okay. Also auf jeden Fall, Trainspotting ist ja auch so ein. Also eine Literaturverfilmung eigentlich, ja, von so einer Novelle von einem Autor. Und der Autor, der hat halt auch Filth oder halt Drecksau geschrieben. Und der gleiche Regisseur, der Trainspotting verfilmt hat, hat halt auch dieses Buch von ihm verfilmt, mit, wie gesagt, James McAvoy in der Hauptrolle. Und es geht um einen Polizisten in Schottland, der halt so ein bisschen eine Drecksau ist, ja. Deswegen heißt der Film so. Ja. Dem sein Ziel ist halt, in seinem Revier wird halt jemand befördert und er möchte unbedingt befördert werden. Und er ist aber
Hat aber psychische Probleme, ist alkoholabhängig, drogenabhängig. Seine Frau hat ihn verlassen mit der Tochter und er hat Halluzinationen und alles Mögliche. Und es ist. Es passiert so viel in diesem Film und es ist einfach nur bösartig, was er da so veranstaltet, aber halt auch so lustig einfach und so traurig, aber trotzdem auch, weil, wie gesagt, es ist, auch wenn er böse ist, er ist so ein bisschen so ein Antagonist, also so ein bisschen so ein tragischer Protagonist irgendwie, ja, also weil er halt diese psychischen Probleme dadurch, dass seine Familie jetzt weg ist und durch diese geistige Krankheit irgendwie. Und das wird natürlich durch die Drogen und das alle noch schlimmer. Und manchmal guckt so ein bisschen durch, dass er halt vielleicht gar nicht so ein schlechter Mensch ist, aber dann macht es wieder Schnapp und er ist einfach eine Drecksau. Und also, ja. So ein bisschen Walter White. Ja, genau, aber halt auf. Ja, aber auf Koks halt, ja, genau. Ja. Okay. Okay. Also mit noch ein bisschen gemischt mit Jesse. Ja, genau. Nee, also würde ich euch mal empfehlen. Aber krass, ja. Richtig gut. Den tue ich gleich mal auf meine Merkliste setzen. Habe ich auch gerade gemacht. Klingt wirklich echt interessant. Eine Szene, die hat mich echt geflasht. Und wie gesagt, James McAvoy sieht auch total abgefuckt aus die ganze Zeit in diesem Film. Einfach mit Bart und solchen Augenringen bis unter den Nasenflügel. Und dann gibt es eine Szene, da schaut er so Familienvideos, alte Familienvideos, ja. Und ist halt voll traurig, ja. Und in der nächsten, um halt diese Traurigkeit wegzuwaschen, macht er halt einen Telefonanruf, so einen Scherzanruf. Man sieht halt, wie während er diese Familienvideos sieht, wie er aber bösartig diesen Scherzanruf aufs Allerübelste durchzieht. Und also die Art, wie er das spielt, das ist sowas habe ich echt schauspielerisch vorher noch nie gesehen. Also das ist halt ein Take. Ja, das klingt cool. Die Kamera geht das halt. Das klingt cool, ja, ich mag sowieso. Und das, wow. Ich mag sowieso solche One-Shots, nennt man das ja auch. Ne, die Plansequenzen, ne? Ja, da hatten wir mit Benjamin im Sommer eine der vielleicht auch besten Plansequenzen, die es überhaupt gibt, weil die ewig lang ist und absolut aufwendig gesehen. Weil wir haben True Detective geschaut. Ich kannte die Serie schon. Sagt die dir was? Dir was? Also die erste Staffel. Die erste Staffel. Ja, also ich kenne die Serie auch. Also die einzig Staffel. Gute. Ja, die war richtig gut. Ja, die einzig gute Staffel. also die einzig sehr, sehr gute Staffel. Also ich finde es ja krass, wie Matthew McConaughey hat. Und wer war da noch dabei? Woody Harrelson. Ja. Ah ja, stimmt. Ja, Woody Harrelson. Ja. Genau, das war, also die zwei Schauspieler schon, das ist einfach heftig. Die sind Charisma pur. Ja, es stimmt auch, es ist einfach so. Und dann die Story auch, mega. Und da gibt es ja auch die geht glaube ich 5 Minuten, dieser One-Shot. Wow. Der ist krass, ne? Das ist wirklich krass. Da saß ich auch so da und dachte mir, wow, wie haben die das hingekriegt? Also es gibt sowieso einige Filme, wo man wirklich da sitzt und sich fragt, wie kriegt man sowas hin? Also unfassbar, stellenweise, was wirklich in solchen langen Plansequenzen geschafft wird. Ich finde es auch viel atmosphärischer, als wenn es auseinandergeschnitten wird. Ja, ich habe auch gerade nochmal gesehen bei Filth, in der Besetzung, da spielt auch Paulina McIntosh-Schmidt, die in The Walking Dead Jadis spielt. Okay. Ah ja, da war die nächste Frage. Wir hatten jetzt nämlich, kleinen Moment, ich erkläre es gleich und dann gehe ich wieder drauf ein auf die Frage. Wir hatten jetzt das Special
zu The Walking Dead, zum Finale. Hast du auch The Walking Dead gesehen? Ja, aber nur bis zur Staffel, bevor Negan auftaucht, glaube ich, war es. Also ist das die sechste? Keine Ahnung. Ach, Staffel, Ja, okay. ach, Negan hast du gar nicht mitbekommen. Negan, nee, weil irgendwie habe ich, ja, ich habe immer gewartet, bis die komplette Staffel rauskommt, ne? Und ich wusste, dass der kommt. Auch und ich habe auch Spoiler gesehen, dass weiß nicht, ist hier ist wahrscheinlich Spoiler-friendly, weil es ja wahrscheinlich jetzt schon 5, 6 Ja, Jahre also her ist. Leute, die Ist jetzt das nicht. hier? Ich habe gerade, da wir beide gesprochen haben, habe ich gerade nicht verstanden, was du gesagt hast. Kannst du. Nee, ich habe noch gar nichts gesagt. Ich habe erst mal auf deine Antwort gewartet, ob ich jetzt spoilern kann. Ach so, nee, also für die Zuhörer, wenn ihr noch nicht The Walking Dead gesehen habt, aber allgemein über die Sachen, die wir heute reden, alles Spoiler wahrscheinlich, ja. Also. Spult ein bisschen vor, sozusagen. Oder spult vor, Also, ja, irgendwie so, genau. da ich wusste, dass er meinen Lieblingscharakter von The Walking Dead töten wird, habe ich da komplettes Interesse dran verloren. Und es war Glenn, ja. Ich fand Glenn einfach so toll. Und ich habe diese Szene gesehen, wo er einfach da diese Leute aufgereiht hatte zu seinen Knien und mit seinem komischen Baseballschläger da rumgelaufen ist. Der hat auch, glaube ich, einen Namen. Und dann Lucille. habe ich gehört, und dann wusste ich, und habe ich es irgendwie mitgekriegt, dass er Glenn tötet. Und dann ich so, oh nee, jetzt habe ich schon gar keine Lust mehr zu gucken. Ja, also Und es kommt mir dann auch bei euch langatmig, irgendwie beiden, ihr kam es habt. mir so ein bisschen langatmig vor. Also, weißt du, irgendwie so in den Staffeln zwischendrin habe ich so manchmal das Gefühl gehabt, so, die Story, die könnte ein bisschen knackiger sein. Also, das kam mir irgendwie so, es hat mich nicht mehr so Okay, ich finde gepackt sogar, und dass dann. die Staffeln so die besten sind der ganzen Serie. Ja, Also genau. die Ich finde Staffeln. danach, dass es danach sehr langatmig wird. Also Ja. nachdem Ja, Negan dann vor kommt. Negan und nach Negan, Okay. also eine Staffel vor Negan und Vor eine nach, Negan. sind, finde ich, die spannendsten Momente in The Walking Dead. Aber ja, also ich kann's verstehen, dass du an dem Punkt dann abgebrochen hast, weil wie gesagt, danach wird es noch langatmiger. Und ich hatte Das das. stimmt nicht, die siebte Staffel nicht. Ja, ich finde, die hätte man eigentlich auch kürzen können. Aber auf jeden Fall, das mit Glenn kann ich vollkommen nachvollziehen, weil Glenn war auch meine Lieblingsfigur. Deswegen. Ja, für euch beide ist eine Lieblingsfigur gestorben, für mich ist eine aufgetreten. Negan ist Ja. nämlich meine Lieblingsfigur. Und genau das Gleiche, ich muss sagen, damals, ich schlage jetzt mal einen Bogen zu, weil ihr ja vorhin schon Game of Thrones gebracht habt und ich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe es auch bis jetzt nicht gelesen. Und es war, glaube ich, 2014 war ich in Japan und habe da die neue Staffel geguckt oder war es Anfang 2015, auf jeden Fall sowas. Ich weiß nicht mehr, ob die im Herbst kam, ich glaube schon, also war es wahrscheinlich Die 2014, kam ich immer weiß im auch nicht, Frühjahr, war glaube glaube ich, ich. die Staffeln. Oder okay, dann war es vielleicht 2015. Und ich weiß gerade auch nicht mehr, welche Staffel es war. War es die vierte oder die fünfte? Also 2015 müsste die fünfte Staffel rausgekommen sein, glaube ich. Okay, dachte ich mir nämlich auch so. Auf jeden Fall Ja. die Staffel, wo am Ende Jon Snow stirbt. Ja, das ist die Und fünfte Staffel. ich war. Hallo? Wie zur Hölle? Warum zur Hölle soll ich diese Serie jetzt weitergucken, ja? Warum zur Hölle? Ich Ja, habe schon also ich drei war da Tage auch sehr deprimiert geschockt. darüber. Bei Also mir war es halt so, da ich. ich weiß nicht, ob es da schon Bücher gab. Es da schon den nächsten Band, wo man Naja, wusste, die okay, er Bü nee, stirbt die nicht Bücher, nee, wirklich nee, stimmt und nicht. Die Bücher, die sind auch an dem Moment ungefähr geendet. Also die bisher draußen sind. Genau. ja. Aber Allerschlimmste, was ich passieren habe auch kann. schon ich hab auch einer Person diese Serie halt gezeigt und so. Und als die Person dann bei der Folge angekommen ist, habe ich einen Anruf bekommen und sie hat geheult, dass sie es nicht fassen kann, dass diese Figur jetzt gestorben ist und dass sie nicht Ja, mehr weitergucken will. Ich kenne das. ja, ja, ja. Also da ich das Privileg hatte und quasi die Serie in einem Rutsch schauen konnte, weil ich sie das erste Mal gesehen habe, wo alles schon draußen war. Da Musstest du nicht hatte ein ich Jahr das Problem warten? jetzt nicht so. Und vor allem, weil Jon Snow nicht meine Lieblingsfigur war. Ich fand Jon So. Snow
zu heldenhaft in Game of Thrones. Also nichts, dass ich was gegen Helden habe, aber ich mag es immer, wenn sie auch nicht ganz so heldenhaft sind. Quasi wie in Rick Grimes auch. Ja, wenn sie, also grau, auch mal böse sagen. Nicht nur, ja, genau, diese Grautöne, genau. Ich habe immer Tyrion geliebt. Oh ja, der auch. Also, ja. Also es gab viele, bei Game of Thrones gab es tatsächlich viele Charaktere, die ich mochte. Arya, dann, mir fällt der Name der Schauspielerin ein, aber gerade nicht die Rolle. Brienne von Tart, genau. Ah ja, Gwendolyn Christie. Genau, Gwendolyn Christie. Genau, weil ich gucke gerade, um nochmal Bogen und zu einer anderen Frage, die du jetzt noch nicht gestellt hast, aber die jetzt dann demnächst irgendwann kommt, was ich gerade geschaut habe oder schaue, ist Wednesday auf Netflix. Ah ja, da habe ich auch, ja, das ist ja gerade total im Hype. Ja. Und ehrlich gesagt kann ich wieder einen Bogen schlagen zu meinen Lieblingsfilmen, weil meine anderen Lieblingsfilme sind sehr viele Filme von Tim Burton und der hat ja auch diese Serie gedreht. Ja. Genau, deswegen ist es eigentlich ein Must-See für mich. Also ich muss mir das angucken. Kann man sich die Serie anschauen? Ich differenziere das ganz gern, also als Tim Burton-Fan und als jemand, der gerne so abgedrehte Sachen, also so ein bisschen so makabere Sachen mag und so, weil es ja Addams Family immer schon war, ne? Aber halt auch so ein bisschen dunkel abgedreht, finde es gut, sehr, also unterhält mich, finde ich interessant, was sie draus gemacht haben. Wer jetzt die Serie schaut, weil er damals, sag ich mal, die alten Addams Family Filme cool fand, wird vielleicht ein bisschen enttäuscht werden, könnte ich mir vorstellen. Also weil es halt schon ein bisschen anders ist. Wobei ich sagen muss, du hast halt immer noch diese, wie gesagt, diese makabren Sachen und diesen dunklen Humor, diesen schwarzen Humor, ja, von Wednesday, die halt auf diese, das war, glaube ich, habt ihr die Addams-Filme gesehen? Also ich habe einmal gesehen. Ja. Den ersten. Ja, ich weiß nicht, welcher. Es gab ja viel. Es gibt zwei insgesamt, oder? Es gibt zwei, genau. Der erste ist, ich weiß gar nicht mehr so richtig, was im ersten passiert, aber im zweiten kriegt halt der Onkel, im ersten, genau, da suchen die den Onkel Fester und dann kommt so eine Betrügerin mit ihrem Sohn, der aussieht wie der Onkel Fester, um sich da als der Onkel auszugeben, damit die das Erbe erschleichen können. Und im zweiten Film ist der Onkel wieder da, dieser Glatzkopf, der Große, ja, mit dem Augenring. Und der findet dann eine Frau, also der verliebt sich dann in so eine ganz, ganz, bei denen ist ja alles immer schwarz, ne, und Gothic und so. Und die Frau, die er findet, ist halt so alles in weiß und so, so eine Barbie halt. Und das ist aber eine, die dann im Grunde genommen ihn nur umbringen will, um halt sein Geld zu kriegen. Und die schickt dann im zweiten Teil auch die Kinder in so ein Sommercamp, wo die halt, damit sie die halt aus dem Weg schaffen kann. Und das ist so der zweite Film, muss ich sagen, kommt so ein bisschen in der Serie durch, weil Wednesday trifft da in der neuen Schule, wo sie da hinkommt, halt auch eher so Leute, die halt so normalos sind, auch wenn es abgedreht sind, aber halt nicht so makaber und nicht so gothic und nicht so, sondern halt auch eher so fröhliche Leute und muss halt mit den ganzen komischen Menschen da irgendwie klarkommen. Und das hat mich eher an den zweiten Film erinnert. So ein bisschen, ja. Okay, nee, ich hab gar keinen von den Filmen gesehen, die du erwähnt hast. Ich hab mal irgendeine andere. Es gibt auf jeden Fall, also es ist schon wahrscheinlich die Live-Action-Verfilmung seit. Ich habe mal irgendwie so einen Animationsfilm, wo ich relativ jung war, gesehen davon. Ich weiß auf jeden Fall, dass es auch die alten Filme gibt. Es gibt auch eine Serie. Genau. Da habe ich mal was gesehen. Genau. Gut, also du hast gerade gesagt, dass du Tim Burton ziemlich magst. Da habe ich jetzt, es ist so ein bisschen so eine persönliche Frage. Hast du den Planet der Affen-Film gesehen? Von ihm. Nee, den nicht.
Okay, gut, okay. Schade, weil er hat einen Planet der Affen-Film gedreht und der ist ja so unheimlich unbeliebt und ich wollte mal gucken, ob du den vielleicht magst, weil ich mag den wirklich, weil ich allgemein Planet der Affen mag, aber wenn du den nicht kennst, ist nicht schlimm. Er hat ja auch einen Batman-Film gedreht, der ja auch so Der semi-beliebt ist, ist glaube genial. ich. Ich finde den Oder mega. ist der super beliebt? Ich weiß gar nicht. Ja, eben, das ist so, Ich finde eben, den, also einige also ich Leute habe den. feiern das und andere sind wieder so, Ist Ich finde wirklich den so, ja. super, weil ich liebe auch Danny DeVito als Pinguin. Also besonders den Schauspieler Danny DeVito liebe ich, weil ich schaue gerade so immer mal. Es hat zurzeit ein bisschen abgenommen. It's Always Sunny in Philadelphia. Die absolut krankeste Sitcom, die es vielleicht gibt, aber der spielt ja auch eine Hauptrolle. Ich liebe diesen Schauspieler. Aber deswegen, als Pinguin mag ich ihn auch. Und ich muss sagen, den Tim Burton Batman, ich habe den auch vor langer Zeit mal, ich glaube, mit Olli habe ich den sogar mal zusammen gesehen. Ich mochte den. Also der mit Danny DeVito ist der zweite Teil von ihm. Es gibt noch einen ersten. Ich glaube, den ersten fand ich sogar noch ein Der ist bisschen mit Jack besser. Ich weiß. Nicholson, ne? Ja, genau. Der ist mit Jack Nicholson. Das ist ja, wo der den Joker spielt, genau. Genau. Ja, siehst du mal. Da haben wir wahrscheinlich Genau. beide geschaut, sonst würde ich das nicht wissen. Na, Keine Ahnung, ja. sehe ich ja. Immerhin hat er nicht den einen gedreht, wo Schwarzenegger der gefrorene Iceman war oder wie der Typ Oh heißt. ja, oh, der ist aber wirklich nicht gut, das stimmt. Eieiei. Ja. Eieiei, der Film ist nicht gut ist, naja. Oh, ist der nicht mit, ist der nicht mit wie, ah, wie heißt er gleich? George Clooney in der Hauptrolle. Also George Clooney als Batman. Ja, Batman. genau, das Batman, ja. Oder? Ich muss auch sagen, ich mag die Batmans nicht so Ja, die sehr, die auch. dann so bunt werden und so knallig irgendwie. Ich mag es mehr, wenn es so düster ist. Das passt irgendwie mehr zu Batman, finde ich. Hast du den Wie der neuen Batman letzte Batman gesehen? hier, der Also Robert den. Pattinson. Genau. Ich hab ihn gesehen, ja. Ich fand ihn echt gut. Weil ich muss Ja, sagen, was mir wow. Ich gefallen war hat, ist, zweimal dass er nicht. Kino. Ist ja nicht. Er war, ich mochte auch die Trilogie davor, also diese Nolan-Trilogie, Christopher mit Nolan, Heath genau. Ledger als Joker und so. Aber der jetzige, der hat mich so ein bisschen mehr an teilweise die Videospiele erinnert, wo man halt so ein bisschen mehr detektiverisch an die Sachen ranging, so, wo halt viel mehr von dem Noir-Element reinkommt. Als jetzt, dass es nur Ja, Action und das stimmt. Explosion und Da kann man. Gore und Michael Bay und Transformers und das Auto transformiert sich in Ich eine hasse. fliegende Untertasse mit Fledermausflügeln. Und nee, das war jetzt nicht, was passiert, aber trotzdem. Es kommt ja Ich manchmal hasse vor. Transformers. Ich Da hasse gab es jetzt einen Transformers. neuen Trailer zu einem neuen Film. Oh mein Gott, nein. Aber ja. Das ist an mir vorbeigegangen und ich bin nicht traurig drüber. Ja, ich habe da Ja, auch es ist. im Trailer was gesehen und ich dachte mir so, was? Also, was haben die jetzt gemacht? Ich finde, bisher die sechs Filme waren schon sechs zu viel, aber naja, gut. Ja, naja, Aber da können wir gleich mal so super springen. man muss ja irgendwie, was ich finde, das Einzige, was man Michael Bay so ein bisschen also so ein bisschen positiv zurechnen kann, ist, dass er ja versucht, möglichst wenig, also viel noch on set zu drehen, habe ich gehört. Also er ist nicht so der Ja. CGI. Also er macht schon CGI, wenn es nicht anders geht wohl, aber er dreht wohl auch viel so die Effekte real life noch. So alte So ein Regisseurs Transformer wohl. sozusagen, alle Explosionen. Sozusagen, ja. Ja, nee, also Transformers, ich fand das schon als Kind nicht geil. Ich fand das schon, also wo man eigentlich sagen muss, wenn man irgendwie 7, 8 Jahre alt ist und total auf Autos abfährt und selbst dann dir das Zeug nicht cool findet, also ja. Ist damals sogar noch ein bisschen cool, aber das ist eine andere Sache. Naja. Ja. Aber um auf das Gesagte mit The Batman zurückzukommen, war ja auch eine Frage, weil du ja die Videospiele erwähnt hattest.
ob du halt auch andere Medien wie halt Videospiele konsumierst. Genau. Ja. Ja, also ich bin, wie man vielleicht, weil dadurch, dass ich Videospiele schon eingeworfen habe, konnte man vielleicht heraushören, dass ich gerne Videospiele spiele. Also von denen, ihr habt so einige Sachen in den Raum geworfen, wie Bücher und Manga und Musik und Das ist Benjamin, Hörspiele das ist auf von den Benjamins Mist Sachen. gewachsen, die Manga-Sache. Das ist bei mir. Aber Ja, erzähl mal das erstmal, war was für viel. Also Videospiele du so er redet spielst. ja von verschiedenen, genau, er redet ja von verschiedenen Medien und da gehören ja Manga auch dazu. Also klar, Comics, Manga, Ja. natürlich. Ich war jetzt von der Aufzählung. Genau, Videospiele. Bin ich ein riesiger Fan seit ich PlayStation 1 Generation, denke ich. Also so 1999 etwa. Also nicht ganz so Vor 95, unserer Zeit. 96, wo die Vor unserer. veröffentlicht wurde. Ja, genau, wo ihr noch Quark in der Windschutzscheibe wart, weißt du? Wo ihr noch. Aber ja, wir wissen ja schon, dass ich eher Generation von Ronnys Bruder bin, der doppelt so alt ist wie er. Also wollen wir jetzt mal nicht drüber reden, wie alt wir sind. Also im Sinne von, ihr habt ja gar keine Chance gehabt, das zu erleben, weil euch gab es ja noch nicht. Aber ihr könnt es ja nachholen, dafür gibt es ja Emulatoren am PC und das ist doch cool und die Spiele sind nicht Ja, verloren ich habe auch. Einiges habe ich nachgeholt. und wenn ihr euch dafür interessiert, finde ich halt voll cool. Also ich meine, für uns ist es halt wieder eine ganz andere, was auch irgendwie geil ist, eine ganz andere Sache, halt von Anfang an dabei gewesen zu sein, irgendwie, wenn man so die ganze alte, eklige, komische Grafik und wurde halt irgendwie von Jahr zu Jahr besser und dann hat es dich voll geflasht auf einmal, wenn es nicht nur, was weiß ich, 8 Pixel waren, sondern auf einmal 3D-Grafik und Final Fantasy 7 oder sowas. Ja, und ich so, hä, wie können die jetzt da 3D im Raum laufen? Wie soll das funktionieren? Wie auch immer. Wie auch immer. Genau, und was mich halt zu den Videospielen damals gebracht hat und was mich immer noch sehr ausmacht, ist Resident Evil tatsächlich. Also das ganze Ah, okay. Franchise an sich, also die ganze Serie. Genau, die habe ich damals mit meinen Cousinen den zweiten Teil auf der PlayStation 1 angefangen zu spielen. Da waren wir ja so 10 Jahre alt oder so. Also dafür, dass es in Deutschland auf dem Index war, haben wir es gut hingekriegt, glaube ich. 10 das zu zocken. Bei Resident Evil habe ich auch nicht viel Erfahrung, aber eine Erfahrung habe ich. Und zwar auch wieder mal mit dem guten Olli. Und zwar, das war letztes Jahr, glaube ich, im Sommer. Da war ich bei ihm für ein paar Tage und er hat halt für die PlayStation, also für die PlayStation 4, das HD Remaster von Resident Evil 1 geholt. Und Oh ja, das hat er mir erzählt. ja, ja, ich habe mich ein bisschen tollpatschig angestellt dabei, weil ich auf so, also beim Rätseln erstmal dachte ich so, okay, das ist ja komplizierter, als es aussieht. Ich habe irgendein Uhrenrätsel, ich weiß es selber nicht mehr, habe ich übelst lange dran gesessen, obwohl es so einfach war, aber ich halt dachte, ja, okay. Ich habe Uncharted gespielt. Da wäre ich jetzt Rätsel. Ich bin Rätsel-Champion. Nee, also ich habe da zu kompliziert gedacht. Aber Punkt 1, Punkt 2 war, ja, ich habe mich arschviel gegruselt. Bei dem Spiel Ja, kann so wie man es sich auf ja noch beiden so richtig in der Ecke hineinspielen, sozusagen, dass man wirklich irgendwie nicht mehr weiterkommt, oder? Also da kann man wirklich verkacken. Das weiß ich nicht. ja, also, mit den Ressourcen meinst du wahrscheinlich eher, gell? Genau. Also, das stimmt, Der ja. Ressource Also, habe ich nicht mit meinen immer. Cousinen damals, den Zweier, weil, also, ich weiß auch nicht, also die PlayStation 1-Spiele waren dann nochmal gefühlt schwieriger teilweise. Vor allem, wenn du das erste Mal irgendwie gespielt hast und noch nicht wusstest, wo du hin musst, und dann hast du alles doppelt so dreifach abgegrast, und dann gab es da die eine Stelle in diesem Spiel, wo du ein Krokodil, ein riesiges, haftiges
15 Meter langes Krokodil, was so den ganzen Flur ausgefüllt hat, das kam auf dich zu und du hast deine ganzen Magazine auf dieses Vieh abgeballert und es ist nichts passiert und dann hast du diese Stelle 30 Mal gemacht und es stirbt nicht. Dann bist du diesen ganzen alles, wo du schon mal warst, abgerannt, hast alle Munitionssachen gesucht. Wo gibt's noch Munition? Wie sollen wir das Vieh tot kriegen? Bis du dann mal gecheckt hast, dass da irgendwo daneben irgendwie eine Gasflasche lag, die man umschmeißen kann, damit das Gas austritt. Und dann musst du nur einmal draufschießen, um das Vieh zu töten. Aber das hat halt 30 Versuche gedauert. Weil wir hatten ja damals auch noch kein richtiges Internet, ja, wo du sagst, ja, wie kann ich jetzt das Vieh töten, ja? Es war halt probieren und weitermachen, ja. Ja. Aber also, es war halt auch das. Aber es hat auch viel, also man hat mit dem Spiel irgendwie viel mehr Zeit verbracht, habe ich das Gefühl gehabt. Also generell immer noch so irgendwie, weiß nicht. Ja, also das kann ich auch nachvollziehen. Ich hab aber leider von Resident Evil halt nie so wirklich die alten Teile gespielt. Ich habe den zweiten Teil, den Remake, habe ich so viel gespielt, das habe ich wirklich zigmal durchgespielt. Ich habe dann noch so Speedruns gemacht. Das kann man ja richtig gut machen bei den Resident Evil Teilen. Oder habe ich das auch wirklich versucht, möglichst unter einer Stunde durchzukriegen, den zweiten Teil. Und dann den vierten habe ich noch sehr viel gespielt, der ja auch sehr beliebt ist, der dann wirklich nochmal in die vierte Dimension dann richtig kam, sozusagen. Das erste Spiel. Ich habe nur den ersten gespielt, aber ich kenne einiges. Ich habe von Resident Evil 8 habe ich mir Let's Play angeschaut. Resident Evil 7 habe ich mal angezockt. Das habe ich da liegen gelassen, weil aus Gründen. Das ist wirklich gruselig. Normal. Ja, also ihr Horrorspiel habe ich so gemerkt. Dit ist nicht meins. Ich habe schon bei The Last of Us immer, wenn es so diese Passagen gab. Da bin Panik ich halt bekommen. Genau das Gegenteil eigentlich. Ich mag so Horrorspiele voll gerne. Tatsächlich. Was ich nicht mag, ist so Schleichspiele tatsächlich. Also wo man halt wirklich nur rumschleicht. Auch wenn es ein Horrorspiel ist, da gucke ich lieber zu. Aber ich bin nicht so der, ich warte jetzt in einem Schrank und guck eine halbe Stunde, was passiert. Typ. Ich finde es sehr interessant. Ich mag dieses Horrorgefühl und ich weiß nicht, was um die nächste Ecke passiert, aber ich will auch gerne meine Pistole haben oder irgendwas, irgendeinen Stock, womit ich mich wehren kann. Da sind Horrorspiele da, Mensch, schon mein Genre. Was mich super interessiert, wo ich auch einige Tests geschaut habe, jetzt was jetzt erst neu rausgekommen ist, The Callisto Protocol, das interessiert mich dann doch schon mehr. Das kam ja schon 2 Tagen, ne? Das kam ja, genau, das kam am Freitag. Oh ja, ja. Ich bin ja allgemein, also ich habe leider Dead Space nie gespielt, aber da war ich noch etwas zu jung dafür, glaube ich. Das ist bei mir meistens so. Da war ich wahrscheinlich 10 oder so und habe mir dazu Let's Plays angeguckt zum Original Dead Space. Und da habe ich gemerkt, wow, ist das cool, weil da war ich auch schon Fan von Alien, den Alien-Film. Und da habe ich mir so viel dazu angeguckt, so lore-mäßig und so. Und ich will mir dann wirklich mal das Remake, wenn es rauskommt, mir das kaufen und richtig spielen. Weil es ist so atmosphärisch, finde ich. Ich mag diese düstere Atmosphäre. Ja, also ist nicht so, dass mich Horrorspiele nicht interessieren, aber ich bin dann halt meistens schon etwas ängstlicher bei sowas. Bei Horrorfilmen ist das wieder ganz anders bei mir. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil man dann halt selber das spielt. Und vor allem bei Resident Evil, beim ersten Teil, ist ja auch eine feste Kamera. Bedeutet, du weißt jetzt nicht, wenn du um die Ecke gehst, was kommt da. Das ist für die nochmal heftiger, als wenn du halt selber so eine Over-Shoulder-Kamera oder eine POV-Kamera hast. Genau. Ja. Wobei ich sagen muss, ich finde auch diesen Druck. Den konnte ich am Anfang, also diesen First Person, also Resident Evil 7, was dann auf die Ego-Perspektive gewechselt hat, konnte ich erst gar nicht ab. Weil ich habe das gehasst, dass einem diese Viecher immer voll ins Gesicht sind, so, weißt du? Also da bin ich durchgedreht, ja. Dritte, also hier über die Schulter und selbst diese feste Kamera ist jetzt auch
das erste Remake oder Remaster, oder eigentlich ist es ein erstes Remake, was du gespielt hast, Ronny, das hat schon immerhin die Steuerung verbessert, aber diese ganz alten Teile, die hatten ja noch diese abgefuckte ja, die Steuerung. Panzersteuerung, wo du gedacht hast, wie bist du dem zu wo du gedacht hast, lauf doch mal in die Richtung, wo ich hin will. Also. Ja. Also. Ich habe ja. Ich muss mal ganz kurz nach meiner Kleinen gucken. Ihr könnt zusammen weiterreden, ich bin dann wieder ja. da. Gell? Alles klar. Da würde ich gleich mal sagen, mach mal ganz kurz einen Cut hier, weil ich habe ein paar Sachen, also ganz komisch jetzt. Wir haben wöchentliche Filme und Serien, wir haben ja lange keine, eigentlich nicht, aber da ich krank war und so, hatten wir keine richtige Folge gemacht. Und ich möchte ein paar Sachen erzählen, also zwei Sachen, die mir wirklich auf dem Herzen liegen. Da ich krank war, habe ich auch viel geschaut. Die erste Sache, die ich über die ich reden möchte, ist, ich habe es jetzt endlich durchgeschaut, The Boys. Dann bist du durch, komplett. Bist du im aktuellen Stand? Bist du im aktuellen Stand. Diese Serie ist so grandios. Diese Serie ist so grandios. Du hast schon einen Trailer gesehen. Hä? Du hast auch schon einen Trailer gesehen. Für die neue Staffel? Nee, für das Spin-off. Nee. Es gibt ein Spin-off bald. Aber gut. Ah, ja, okay. Diese Serie ist so krank. So krank und grandios. Wirklich. Es gibt, also was sie vor allem in der dritten Staffel noch rausgeholt haben aus allen Sachen. Also da war wirklich die letzten vier Folgen der dritten Staffel waren einfach geil. Geil, geil, geil. Diese Serie ist super brutal. Also wirklich, die ist super brutal. Mhm. Sie macht mega Spaß zu schauen, weil diese Serie halt auch keine so wirklichen Helden hat. So. Mhm. Es ist eine Serie über Superhelden, aber hat keine Helden und das finde ich so mega geil. Weil jeder. Es hat auch gerade so Game of Thrones Schocker, oder? Habe ich das richtig mitbekommen? Ja. Okay. Diese Serie hat auf jeden Fall ein paar Schocker. Sie ist mega witzig auch. Mhm. Sie ist mega witzig auch. Also eine Sache, wer es nicht geschaut hat, und ich empfehle es euch wirklich, die Sache auf Englisch zu schauen. Schaut es nicht auf Deutsch, weil ihr verpasst Billy Butchers. Ui, Huey, das verpasst ihr. Und das ist das Beste mit an der Serie. Dieses Ui. Und diesen britischen Akzent, den er hat, mega. Von Carl Urban. Mhm. Ja. Du würdest sagen, diese Serie ist perfect. Perfect. To the last minute detail. Ja, das sage ich. Diese Serie hat von mir eine 10 von 10 bekommen. Okay. Ja. Ich teile die letzte Zeit sehr viel 10 von 10 bei Serien aus, aber ja, die Serie hat es geschafft. The Boys. Oh ja, habe ich auch geguckt. Also, sie sind ja noch nicht fertig, gell? Also, nur die ersten zwei Staffeln. Aber. Nee, ja, ich habe die ersten zwei Staffeln geguckt. Genau. Ich auch voll geil. Also, nee, die dritte ist ja draußen. Und ich hatte jetzt, wo ich krank war, sehr viel Zeit ja auch. Dann die ersten drei Staffeln habe ich geguckt. Ah, okay. Und ja, mega. Ich finde die Serie mega, mega cool. Die ist richtig gut. Richtig geil. Ich habe lange gebraucht, um die erste Staffel. Ja? Rede weiter. Okay. Ich habe lange gebraucht, um die erste Staffel, um die ganze Serie zu Ende zu bringen. Ich habe, glaube ich, im Sommer angefangen und habe dann immer so die Pausen gehabt, weil es dann halt auch tausend Sachen gab. Es gab dann halt House of the Dragon, Andor, The Walking Dead und ja, ich war halt nicht so oft krank. Better Call Saul. Better Call Saul war schon eher gelaufen. Aber Better Call Saul ist ja ganz anderes Universum. Darüber möchte ich dann auch nochmal schnell reden. Aber das mit The Boys habe ich lange gebraucht, aber jetzt die dritte Staffel, die habe ich wirklich in zwei Tagen weggeschaut, weil da hat es mich so richtig bekommen, die Serie. Ich fand sie davor schon immer ziemlich cool, aber das hat es jetzt nochmal perfektioniert. Ja, was ich einwerfen wollte, wir haben den
wie heißt das auf Deutsch, den, die Person, die halt für die Special Effects, also Special Effects Make-up und die Prothesenarbeit zuständig ist, interviewt für unseren Podcast. Ach so, cool. Also ich vermute mal, die Person wird da auch bei The Boys und bei The Handmaid's Tale dabei gewesen sein. Also, oder genau, also wir haben tatsächlich, in unserem Podcast haben wir, wie gesagt, The Handmaid's Tale besprochen, Rewatch und jetzt die neue Staffel und zwischenzeitlich haben wir eingeworfen Shining Girls im April und Mai und das sind die einzigen Serien, die wir jetzt erstmal bearbeitet hatten und wir haben einige Interviews jetzt schon gemacht mit Schauspielern, Produzenten und alle, die halt damit zu tun haben, dass diese Serie passiert, also Regisseure, Schnitt, die Person, die für den Schnitt verantwortlich ist, Make-up, Maskenbildner und halt, wie gesagt, auch den Kopf der Leute, die halt praktisch des Departments, die halt diese Visual Special Effects, also die halt so blutige Wunden machen oder tote Körper, wo halt schon Gliedmaßen fehlen oder irgendwie sowas in die Richtung. Und die Person hat auch The Boys gemacht. Und die Person haben wir auch interviewt. Zane Knight. Okay, das ist cool. Das ist cool. Genau. Weil The Boys hat auch, finde ich, super Special Effects. Also ja, super. The Boys, sieht wirklich sehr gut aus. Dagegen eine andere Amazon-Serie nicht. Rings of Power. Ich habe jetzt auch, witzig, dass du das sagst, ich habe jetzt mal ein YouTube-Video gesehen, warum so viele von den neuen Filmen und Serien so schlechtes CGI haben. Da habe ich auch mal ein Video gesehen. Von wem hast du das gesehen? Ich weiß gar nicht mehr, das wurde mir irgendwie vorgeschlagen auf YouTube und dann habe ich mir das mal angeguckt und ich mir so, ja. Das kann ich wahrscheinlich unterstreichen. Ich hatte es, glaube ich, von David Heinen gesehen. Der hat ein Video zugemacht. Vielleicht. Es war auf jeden Fall ein Deutscher. Ja, kann sein. Aber es kam erst vor kurzem raus. Deswegen weiß ich nicht, ob du das vor kurzem gesehen hast. Ja, das ist das. Ich habe das auch erst vor der Woche oder so gesehen, glaube ich. Ja, dann wahrscheinlich das Gleiche. Witzig. Kann sein, ja. Genau. Ja, es ist voll lustig, dass du gesagt hast, du hast Uncharted gespielt, weil das ist einer der letzten Filme, die ich gesehen habe. Und es kam halt auch bei dem in der Besprechung drin vor, was so angeblich so schlechte CGI-Effekte hatte. Und ich dachte mir auch so, Irgendwie, ja. Ja. Also ich habe die Spiele gespielt und habe Geld für das Kino ausgegeben und muss sagen, also da kaufe ich mir die Spiele lieber viermal mehr, mehr als diesen Film noch einmal sie mir anzuschauen. Siehst du, ich habe nur 1 Euro ausgegeben und habe ihn mir geliehen auf Prime im Special Deal und habe ihn mir angeguckt. Nee, stimmt nicht. Mir fällt gerade ein, ich habe gar nicht viel Geld dafür ausgegeben. Ich hatte mir, das war so eine Aktion, es kam ja Anfang des Jahres, kurz bevor der Film rauskam, so eine PlayStation 5 Version von Uncharted 4 und ja. Lost Legacy. Und da die PS5-Version, und die habe ich mir, glaube ich, für 5 Euro oder 10 Euro gekauft, weil ich die Spiele nochmal spielen wollte. Und da habe ich dieses Kinoticket umsonst bekommen. Also quasi umsonst, aber ja, stimmt. Ich habe dafür gar kein Geld ausgegeben. Auch nicht schlecht. Aber es war trotzdem Verschwendung eines kompletten Abends. Ja, ich habe mir das gleich gespart. Ich dachte mir schon, dass es Ende so gut wird. Aber ich bin ganz zufrieden damit, dass ich nur die Spiele gespielt habe. Ich liebe die Spiele und das reicht mir eigentlich auch. Ja. Die habe ich tatsächlich auch gespielt. Die sind auch super. Die sind. Also da gibt es keinen Schwachen, finde ich, bei den Spielen. Keinen schwachen Teil.
Oder? Also, wenn man halt immer mal wieder, ja, wenn man halt immer wieder so das Gleiche, war es ja, ist ja ähnlich wie dieses Tomb Raider Reboot, sag ich jetzt mal, was es so seit 2012 oder so gibt. Die fand ich auch halt, nicht schlecht. Ja, die machen voll Spaß. Der lacht mir ja wieder, der lacht halt immer wieder die gleiche Formel, ja, also. Ja, gut, das die stimmt. Die Story ist zwar anders, aber vom Gameplay her und so ist es halt irgendwie immer das Gleiche, aber es ist halt unterhaltsam, klar, und es macht Spaß zu spielen. Und ich habe die auch alle durchgespielt, also Uncharted und Dings, weil ich mag halt auch so Rätselspiel mit ein bisschen Action und finde ich gut. Deswegen sind auch nicht zu lang, muss ich sagen, weil wenn man irgendwie dann das noch stimmt. mehr mit Arbeiten beschäftigt ist als mit anderen Sachen und jetzt noch mit Kind, dann hat man eh nie mehr Zeit für lange Spiele, Open World, oh Gott, was ist das? Das einzige Open World, das ich zu Ende gespielt habe, ist Horizon Zero Dawn. Okay, nee, das Spiel habe ich abgebrochen. Das hat mich nicht so... Das hat mich nicht gecatcht. Ich fand die Story richtig geil, muss ich sagen. Aber ich fand's ganz cool. Das sind so die drei Ebenen, ne? Ja, ich fand's nicht so cool. Also, ich fand's nicht direkt scheiße, aber ich fand's jetzt auch nicht super. Weil die Open World, also die war mir so, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich da, bevor ich das Spiel angefangen habe, bin ich mit meinem zweiten Durchlauf von The Witcher 3 fertig geworden. Und The Witcher 3 ist halt einfach ein anderes Level erstmal von allem. Und ja, Horizon, wenn ich auf diese Karte von Horizon Zero Dawn schaue, dann tut das mir einfach weh, wie viele Fragezeichen dort sind. Also nicht mal bei The Witcher 3 waren so viele Fragezeichen auf der Karte wie da. Da ist ja wirklich, bei Horizon ist ja alles gepflastert, voller Fragezeichen. Und das konnte ich mir nicht antun. Aber erst, wenn du das freigelegt hast, ja? Sonst ist es erst alles nur schwarz. Da musst du schon entgehen, um Fragezeichen freizulegen. Und witzig, dass du das nicht sagst, ich habe das angefangen und ich habe nur 2-3 Stunden geschafft und dann war es mir zu viel. Aber bei mir ist es dasselbe. Ich habe wirklich auch nur ein paar Stunden gespielt und dann abgebrochen. Ich habe das Spiel dreimal durchgespielt. Diesmal der Benjamin und ich, wir verstehen uns. Wir sind hier auf einem Level. Ja. Ich habe dreimal durchgespielt und habe vor, es, wenn das Next-Gen-Update nächste Woche kommt, es zum vierten Mal durchzuspielen. Ja, stimmt. Ja, Leute, Witcher 3 ist mein absolutes Lieblingsspiel. Muss noch mal irgendwie 10 Minuten verschwinden. Habt ihr noch Zeit? Ja, kein Problem. Ja, also. Ja. Dann redet mal euer Ding weiter. Meine Kleine hat. Gut, da würde ich. Natürlich hat sie ja zu. Ja, da würde ich sagen, kommen wir zu meiner zweiten Sache, weil The Boys habe ich jetzt abgehandelt, die ich noch habe. Mhm. Und zwar habe ich die ersten vier Folgen von Guillermo del Toro's Cabinet of the Curiosities mir angeschaut. Und ich sah mal so viel. Die erste Folge fand ich nicht so gut. Da dachte ich so, Die zweite Folge fand ich mega. Das liegt aber wahrscheinlich auch am Hauptdarsteller der zweiten Folge. Welche Folge war anders? Das war der Rattenfriedhof. Oh, okay, ja. Das fand ich ganz cool vom Aussehen her. Pass auf, die zweite Folge, der Hauptdarsteller. Ich habe 5 Minuten gebraucht, bis ich ihn erkannt habe. Und wo ich ihn erkannt habe, dachte ich so, allein schon für den Darsteller ist das eine 10 von 10 Folge für mich. Nee, ist es nicht, war keine 10 von 10 Folge. Aber ich fand sie mega geil, schon allein durch den Darsteller. David Hewitt heißt der Darsteller, ja. Und Benjamin, dreimal kannst du raten, wo der mitgespielt hat. Oh. Aber was? In keine Ahnung. In Stargate Atlantis hat er mitgespielt. Was? Wo? In Stargate Atlantis. Ach, Stargate, okay. Und, naja, sagen wir mal so, er hat seinen ersten Auftritt in Stargate SG-1, also in der Mutterserie gehabt. Und er ist quasi das Aushängeschild von Stargate nach Richard Dean Allison. Das ist so der krasse Charakter.
der auch einfach mega geil geschrieben ist, weil der ist quasi auch so ein bisschen Comic Relief. Der bringt immer, das ist so der Wissenschaftler da, der hyper krass intelligente Wissenschaftler, der halt aber auch ziemlich arrogant ist. Auch ein Arschloch ziemlich sein kann mit seiner Arroganz, sich vielen einfach so überlegen fühlt, so mit seiner Intelligenz, aber auch meistens irgendwie auch ein bisschen tollpatschig ist. Also ich liebe diese Rolle und ich liebe auch diesen Schauspieler und wie die den auch designt haben. Und er spielt in gewissem Sinne spielt er auch so ein bisschen in dieser Folge das, was ich von Stargate so gerade erzählt habe. Oh, mega, mega. Und dann die dritte Folge war auch fand ich auch vielleicht sogar die beste bisher qualitativ. Also die beste so des Herzens würde ich sagen, ist die zweite gewesen. Aber qualitativ fand ich die dritte mit am geilsten, weil sie einfach so mega, mega spooky und cool. Also sie war einfach so cool inszeniert. War das die Autopsie oder was Die war das? Autopsie-Folge, genau. Okay, ja, weil von der habe ich ja schon sehr viel Gutes gehört. Und dann die vierte, die fand ich jetzt auch nicht schlecht, also besser als die erste, aber würde ich sagen, somit die schlechteste, obwohl sie gar nicht schlecht war, weil sie jetzt eine coole Idee gehabt, das war die Outside-Folge mit der Creme. Das ist, glaube ich, ein Stichwort. Die Creme. Okay, mit der Creme. Aber die Andrew Lincoln-Folge hast du noch nicht gesehen. Hä? Nee, die Andrew Lincoln-Folge. Spoiler bitte nicht, welche das ist, weil es muss ja jetzt Ich auch nicht nicht, weiß ich spoilern. auch nicht. Genau. Die werde ich mir wahrscheinlich heute Abend noch geben, weil das Privileg, wenn man krank ist, und dann kann, na gut, länger aufbleiben ist auch nicht unbedingt die Sache, weil kann man sich nicht ausruhen, aber doch, das werde ich heute machen, weil ich seit 5 Tagen krank bin und es wirklich ekelhaft war. Und heute der erste Tag so richtig ist, wo es mir noch ein bisschen besser geht. Sonst hätte ich wahrscheinlich heute auch nicht die Aufnahme richtig machen können. Deswegen top. Ja, The Cabinet of the Curiosities. Sehr, sehr gute Serie. Also sie macht, finde ich, total Spaß, weil du einfach. Die erste Folge habe ich mir halt angeschaut, weil es halt die erste Folge war. Ich dachte halt, ne? Aber im Grunde genommen kann man die sich auch sparen und dann einfach sofort zweiten, weil mit der zweiten, da fängt es dann wirklich, finde ich, erst so richtig an, wenn es wird, dass es geil wird. Das sind ja auch wirklich alles externe Handlungen, die hängen ja null zusammen. Zumindest noch nicht. Kann ja sein, dass da noch irgendwas passiert, aber so wie ich es interpretiert habe, hängen ja einfach alle nicht zusammen und finde ich mega halt, dass es so. Es hat mich ein bisschen an X-Faktor erinnert. Kennst ja X-Factor, das Unfassbare, hier mit Jonathan Mit X oder was? X-Factor. Das habe ich Ich früher sag immer mal. super gerne geschaut. Das kam frühs immer auf irgendeinem Trash-TV-Sender. Ich weiß gar nicht mehr. Auf RTL 2 kam das, glaube ich, früher. Das habe ich immer super gerne geschaut. Das war so eine spooky Grusel-Sache. Kannst ja mal googeln. Google mal nach X-Factor das Mach ich gerade. Unfassbare. Weil ich kenne nur so eine Talentshow, die heißt X-Factor, deswegen habe ich mich gerade. Ach, das ist das, wo der jedes Mal mit so einer Frage anfängt, wo so übelst die Memes Genau, bingo, bingo, bingo. Die Serie ist mega. Wirklich, schau dir davon mal eine Folge an. Die gehen so 20 Minuten nur. gehen. Die sind so. Der Typ aus Star Trek. Genau, der Typ aus Star Trek. Finde ich toll. Finde ich wirklich toll und daran hat es mich so ein Okay. bisschen erinnert, nur dass das halt High-Budget X-Factor-Folgen waren, die auch länger waren. Good Memories aus Cabinet of the Curiosities. Ich muss mir mal schnell Tee einschenken, weil ich merke gerade, dass meine Stimme ein bisschen abkratzt. Vielleicht Naja, mach trinkst das du mal. nochmal. Was hast du geschaut? Über das ganz bestimmte Thema, das machen wir gesondert in der nächsten Ja, standardmäßigen Episode. Aber was hast du sonst noch geschaut? das ist klar. Ja, also ich habe noch zwei Filme geguckt seitdem. Einmal Rango. Darüber haben wir auch schon mal geredet, glaube ich, mit der Echse. Habe ich nur mal geguckt, einfach. Ja, ich hatte einfach Bock nochmal auf diesen Film und ich liebe diesen Animationsfilm. Also ist wirklich, finde ich, einer mit der besten Animationsfilme, die es so gibt. Aber das ist das weniger Interessante.
Das wirklich Interessantere ist, dass ich nochmal, also ich habe wirklich nur gerewatcht, nämlich dann noch Old Boy. Ich weiß nicht, ob dir würde das schon was sagen. Dir sagt Ja, es was, klar. aber Ja, geguckt ist es noch klar. nicht. Dieser, der koreanische Film da. Genau. Dieser Genau, koreanische, der Kor brutale Film. ich würde sogar so ein bisschen sagen, es ist so der koreanische Fight Club. Nicht, weil es so eine ähnliche Geschichte hat wie Fight Club, nur weil es so ein, auch so einen sehr eigenen Stil hat. Und es bricht nicht die vierte Wand. Das macht ja eigentlich, na gut, doch, Fight Club macht das schon ein bisschen. Aber es ist halt wirklich so ein eigener Stil, wo du wirklich merkst, okay, die sind stilsicher, die wissen, was sie machen und die trauen sich auch mal dies oder das zu zeigen. Und es ist wirklich ein sehr, 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 sehr krasser Film. Es geht einfach um Rache, um Vergeltung. So eines, finde ich, der interessantesten Themen, so ein Film. Und vor allem, wie dieser Film damit umgeht. Es ist ja der mittlere Teil von einer Trilogie. Aber ist der bekannteste Teil der Revenge-Trilogie. Und der erste Teil heißt Sympathy for Mr. Vengeance und der letzte heißt Sympathy for Lady Vengeance. Und der ist halt so in der Mitte und ist auch so ein bisschen anders als die anderen Teile. Aber ist wirklich ein genialer Film. Sollte man mal wirklich gucken, finde ich. I am Vengeance. Am Vengeance. Okay, Ja, das das. klingt, wenn man erkältet ist, klingt das scheiße, aber sonst wäre das cooler gewesen. Aber man hätte es im Film so ein bisschen, hätte man schon gefühlt sagen können, weil es wirklich darum geht. Und also, ich muss sagen, ich habe den jetzt nochmal mit anderen Leuten geguckt. Das erste Mal, als ich den gesehen habe, war ich wirklich nur alleine, ich und der Film. Und jetzt habe ich den nochmal mit zwei anderen Leuten geguckt und habe sozusagen ein bisschen aus deren Augen gesehen. Und ich habe gemerkt, ach, du Scheiße, ist dieser Film brutal. Also der Film ist wirklich brutal. Meine Mitschauer konnten es kaum bis zum Ende durchhalten, weil da wirklich dies und das abgeschnitten wird, ja, dies und das rausgezogen wird und du denkst dir, Okay, okay, ja, ja, Benjamin, hoffentlich. schau dir, also ich vermute mal, es wird auf so einem Niveau sein wie The Boys. Glaube ich schon, ja. Ja, also The Boys ist nämlich ähnlich mit, also du siehst dort wirklich, wie, keine Ahnung, also eine der brutalsten Szenen ist, ja, also kann ich das so sagen hier auf YouTube? Ich hoffe es, ich hoffe es. Ja, ich spoilere dich ein bisschen, aber das ist kein wirklicher Spoiler, weil das einfach nur quasi eine brutale Szene ist. Also ich erkläre, wie diese Brutalität oder was da passiert ist, eher gesagt. Also, du kennst ja Ant-Man, ne? Ja. Und es gab auch so eine Variante von Ant-Man in The Boys, weil The Boys tut ja alles sehr, sehr, ja, mir fehlt gerade das Wort, wie nennt man das? Parodisieren. Kann man das so sagen? Ist das ein Wort? Ja, Diese kann man. Parodie, Parodie, parodierisieren? Ja, keine Ahnung. Klingt richtig. Parodisieren. Klingt richtig Was? irgendwie. Parodisieren. Parodierisieren? Parodierisieren? Nee, Parodisieren? parodisieren, einfach nur parodisieren. Das passt schon. Parodisieren, alle klar. Also eine Parodie auf bekannte Charaktere. Und es gibt eine Szene, wo Ant-Man quasi bisschen, ja, Ant-Man ist schwul. Und er Okay. verwandelt sich während des Aktes in Ant-Man und kriecht in das, ja, in das, in ein Geschlechtsorgan rein eines anderen Mannes. Boah, habe ich das Nee. gerade gut gemacht. Und da dann etwas passiert, dass er sich erschrickt, wird er wieder groß. Ja, er wird Und er wieder wird wieder groß. groß, oder was? Er wird wieder Ja. groß, sagen wir es mal so. Also auf jeden Fall, also Ant-Man wird wieder groß, das andere wird nicht mehr groß. Ja, naja. Das ist nur eine von vielen Szenen, die in der Art sind. Ne? Meine, echt lustig, dass du das gerade gesagt hast, weil in Oldboy gibt es auch zwei markante Szenen mit Ameisen. Und deswegen ist es ziemlich verrückt, dass diese Verbindung so erstmal Ja. zur Brutalität und jetzt zu den Ameisen, das passt irgendwie. Ja. Naja, gut, okay.
Also ja, sowas Verrücktes passiert jetzt nicht in dem Film, aber es ist ja auch schon so ziemlich brutal, was es so zeigt. Und wie Ja. gesagt, meine Mitstreiter, ich habe es im Nachhinein so ein bisschen bereut, dass ich das mit denen geguckt habe, weil die sind wirklich wie ihr Leben schockiert dort rausgegangen und ja. Dann haben sie doch nicht The Boys geschaut. Auch wenn man The Boys wahrscheinlich anders betrachten kann, weil The Boys sich nicht immer ernst nimmt. Mhm. Old Boy schon, das weiß ich. So was ich Ja, von dem Film gehört habe. der Film ist durch und durch wirklich richtig krass. Also ja, ist nur wirklich für Leute, die bereit sind auf eine etwas härtere Geschichte, die einen schon ziemlich mitnimmt. Genau. Okay, so. Unser Gast ist wieder Ja, da. Und sorry. da, Was kommt davon, wenn man eine 8 Monate alte Tochter hat? Ja. ich sage, Smile doch mal. ach, ja, kein Problem, weil so konnten wir auch noch mal ein bisschen darüber reden. Wir haben ja normalerweise in unserem Podcast immer was wir so wöchentlich geschaut haben, und da konnten wir das gerade ein bisschen bereden. Ich würde mal zurück zu noch ein paar Fragen kommen, die wir aufgeschrieben haben. Ja, gerne. Benjamin, du hast auf gerade. Welche willst du stellen? Genau, also Mit den Lieblingsserien habe ich wir noch hatten ja gar nicht jetzt schon so ein erzählt, bisschen oder? über deine Lieblingsserie. Über die Lieblingsserien, ja, Ja, okay. ja, das stimmt, das kannst du noch machen. wir haben du hast Lieblingsfilme und Serien gefragt und ich habe, glaube ich, nur über den Film erst oder die Filme in sich, glaube ich, Ja, geredet. genau. Deswegen, ja, dann würde ich das kurz noch abhaken. Praktisch. Ja, also dadurch, dass ich Teil eines The Handmaid's Tale Podcasts bin, erklärt sich das wahrscheinlich schon mit so ein bisschen von selbst, was einer meiner Lieblingsserien ist. Ich weiß nicht, ob ihr den überhaupt, ob ihr überhaupt die Serie kennt. Kennt ihr die? Also ich Habt ihr kenne schon mal sie, von gehört? also gehört habe ich davon, ich habe auch schon mal was von gesehen, aber jetzt nicht direkt die Serie angeschaut. Aber vielleicht kannst du uns die Serie schmackhaft machen. Also, Ah, ich ne? wollte gerade sagen, ja. Du meinst, ohne euch Schmerzen anzudrohen, falls ihr sie nicht guckt. Genau. Nein. Genau, also The Handmaid's Tale, der Report der Magd, ist eine Serie, die seit 2017 erscheint. Jetzt sind wir in Staffel 5. Es wird noch eine sechste Staffel geben und dann ist Schluss praktisch. Das wurde schon entschieden. Es geht um, schwierig zu sagen, also es ist auch eine Buchadaption tatsächlich, also wie ähnlich wie Game of Thrones. Das Buch wurde aber schon 1985 veröffentlicht, also schon ein bisschen älter. Und es geht ja, es spielt praktisch in den USA, aber fiktiv USA, also schon aber in der heutigen Zeit, aber in der fiktiven Welt der USA, wo halt generell da und auch im Rest der Welt eine große Krise in der Fertilität herrscht. Also es werden ganz, ganz wenig Kinder geboren, die Menschheit stirbt langsam aus und dann kam halt irgend so eine Christensekte, die sich da geformiert hat, irgendwann mal auf die Idee, ja, wir müssen da zurück zu den alten biblischen Werten kommen und haben sich da eine tolle Geschichte als Vorbild genommen und jetzt wird halt die Gesellschaft in den USA und wobei USA schon gar nicht mehr USA heißt, sondern Gilead jetzt genannt wird, was auch ein biblisches Vorbild hat, wird halt in so Kasten unterteilt und dann gibt es halt Kommandanten und ihre Frauen, das sind die, die viel Macht haben und aber eher nicht in der Lage sind, Kinder zu gebären. Und diese können sich dann, wenn sie keine Kinder kriegen können, eine Magd oder eine Handmaid, deswegen heißt Handmaid's Tale, also die Geschichte der Magd, der Report der Magd, eine Magd zulegen, die dann praktisch in monatlichen, in Anführungsstrichen, Zeremonien dazu genötigt wird, mit diesem Kommandanten halt ein Kind zu zeugen. Und dieses Kind geht dann halt in den Haushalt über und die Magd wird dann halt als Gebärmaschine weitergeschickt zum nächsten praktisch, bis sie halt irgendwann mal keine Kinder mehr kriegen kann.
Und diese und der Rest vom Haushalt sind halt Marthas, die heißen so. Das ist auch, hat auch ein biblisches Vorbild. Das sind halt so diese Haushälterinnen, die kochen und putzen. Und je nachdem, wie hochgestellt die Kommandanten sind, haben die halt ein oder zwei oder mehrere Mägde und so weiter. Und dann gibt's noch die, ja, die normale Bevölkerung der Ekonomie. Gesellschaft, das sind dann halt verheiratete Paare mit Kindern, die aber auch eher so low-level so und durchrutschen, keinen Ärger machen und so weiter. Und das wird natürlich alles, weil es ist ein totalitärer Staat, praktisch forciert mit Wachen, die dann halt mit ihren Kalaschnikows da rumstehen und durch Terror und Mord und ja, alles Mögliche halt durchgesetzt. Also ist keine Leiche-Serie zum Gucken tatsächlich. Es ist schon ein heftiges Thema. Unterdrückung der Frauen, aber auch der Männer in einer bestimmten Hinsicht. Auch wenn einige davon ausgehen, dass die Männer halt mehr Macht haben als Frauen in diesem Staat. Aber es gibt ja immer noch diese unteres Level von unter den Kommandanten, die haben halt auch keine Rechte an sich, die müssen halt auch nur Befehle befolgen. Und es erinnert schon so ein bisschen an, ja, so von allen möglichen Nazi-Deutschland geklaute Sachen und daher geklaute, und die Autorin, die hat halt sich inspirieren lassen von allen möglichen Missständen, die in der Welt irgendwie herrschen, was Unterdrückung der Frauen und Unterdrückung der Gesellschaft und generell, was das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, passieren kann, wurde da ins Buch gepackt und daraus wurde die Serie gemacht, und es ist eigentlich ganz schlimm und unglaublich schrecklich anzusehen, und es fesselt einen bis zum Gehen nicht mehr. Sozusagen. Mhm. Genau, und wir sind also halt, es klingt für mich, wir halt verfolgen. Klingt diese, für mich. Ja. Ja, nee, nochmal kurz zum Umriss, also was wir halt verfolgen eigentlich ist diese eine Geschichte, geht um eine Magd, die ist in diesem einen Haushalt, und es ist halt ihre Geschichte, wie sie da halt in diesem Haushalt lebt, was sie erlebt. Sie hatte einen Mann und eine Tochter, und die wurden ihr beide entrissen, und sie musste halt irgendwie überleben zwischen halt diesen zeremoniellen Vergewaltigungen und allen möglichen anderen Sachen. Und genau, das ist halt, deswegen heißt es halt, die Geschichte der Magd ist halt von dieser einen Person ausgehend, verfolgen wir halt, was hier da so in dieser Welt passiert. Genau, also was ich gerade sagen wollte, also ich habe schon von der Serie ein bisschen was gehört, weil mein Onkel und meine Tante sind sehr, sehr große Fans von der Serie. Ah. Aber was ich schon damals fand und was ich auch jetzt so finde, dass es sehr stark nach Children of Man klingt, nach dem Film, so dieses Utopische, dass die Menschheit so langsam zugrunde geht, und wirklich diese Endzeitstimmung so darin sich widerspiegelt. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich hab schon. Dann kann ich den wirklich empfehlen, weil. Ist es ein Film? Ein Film, hast du gesagt, ja? Na, es ist ein Film. Also, da geht es darum, dass seit 18 Jahren kein neues Kind mehr geboren wurde. Und dann plötzlich eine Frau kriegt dann doch ein Kind. Und dann sind das so ein bisschen so die Folgen davon, weil die Menschheit geht ja wirklich langsam unter. Es gibt keine Hoffnung mehr auf eine Zukunft, und dann gibt es plötzlich doch ein Kind. Und wie die Menschheit damit umgeht und ja, ob man da vielleicht das doch verbergen sollte, dass jetzt doch ein neues Kind geboren ist. Auf jeden Fall von der Stimmung her klang es sehr, sehr ähnlich. Und das fand ich ziemlich interessant so. Aber die Serie habe ich leider noch nicht geguckt. Also klingt aber cool. Ja, das hat in der Hinsicht ein bisschen Parallele vielleicht, aber das, was eigentlich, ja, eher vielleicht so auch so die Thematik ist, sind so diese Machtverhältnisse, also weil es ist ja nicht die ganze Welt so, ja, das bezieht sich ja dann wirklich nur auf die ehemalige USA, ja, also die ganzen anderen Länder haben zwar ähnliche Problematiken mit Geburtenrückgang oder ähnliches,
Aber die haben halt nicht so heftige, sage ich mal, Maßnahmen ergriffen. Also woran liegt das? Ist es jetzt wirklich nur so eine Machtgeschichte, ja, dass halt diese eine Gruppierung, die praktisch einen Putschversuch durchgeführt hat, um dieses Gilead herbeizuführen. Geht es denn wirklich um die Kinder? Geht es denn wirklich darum, um Geburten hervorzubringen? Oder nicht? Oder gibt es da nicht irgendwie andere Möglichkeiten? Oder ist es nicht bloß irgendwie ein Vorwand, um Leute zu unterdrücken, ja? Das Heftige ist ja, dass jetzt dieses Jahr gerade in den USA ja diese große Debatte der Abtreibungs Gegner versus Pro-Life, also Pro-Life versus Pro-Choice, großartiges Thema war oder jetzt gerade noch geworden ist, indem man halt diese eine Entscheidung rückgängig gemacht hat, wo halt Abtreibung ein Grundrecht war und jetzt ist es halt nicht mehr und deswegen ist die Serie halt auch ein bisschen prekär in der Hinsicht, dass sie halt so ein bisschen jetzt dahingehend auch irgendwie die zur Zeit die Politik so leicht spiegelt. Zumindest was jetzt die USA angeht. Natürlich ist es jetzt für uns jetzt nicht so das Thema tatsächlich, aber ja. Das stimmt. Aber also, in der USA sind es... Ja, als Frau und Mutter ist es, denke ich, greift einem das viel mehr an, als jetzt, sage ich mal, als Mann. Wobei die Männer auch, wie gesagt, unterdrückt werden und auch gerade, wenn man eine andere Art von Sexualität oder einen anderen Lebensstil hat, ist natürlich auch, also, da gibt es auch keine Computerspiele mehr und keine TV-Serien, gell? Kein Fernsehen. Da könnt ihr euren Podcast immer machen. Das ist mies. Da sind wir natürlich auch dagegen, ja, dass es so kommt. Schön, wenn es nur das ist. Nee, natürlich nicht. Ja, also ich finde es auch, es klingt sehr interessant. Ich habe auch schon ein bisschen was gehört, halt, dass das so ein bisschen so das hier das Szenario ist, was du erzählt hattest. Ja, also ich glaube, es kommen wir jetzt erstmal, also im Dezember haben wir jetzt keine Zeit zu, im Januar da kommt The Last of Us, aber ich glaube danach weiß ich gar nicht, sowas kommt an Serien, da werde ich mir das, glaube ich, mal anschauen. Ich kann es auf jeden Fall wirklich nur empfehlen. Also ehrlich gesagt, ich habe das immer ja schon monatelang auf Prime gesehen, ja, also als Banner, so als Empfehlung, ne? Und dann habe ich immer nur diese Figur gesehen mit diesem roten Umhang und dieser komischen Haube. Genau, ja, das habe ich auch im Kopf. Und dann dachte ich mal so, oh nee, was ist das? Also so 19. Jahrhundert, irgendwie so ein Drama von 1900, was weiß ich, das ist bestimmt ganz schlimm. Ja, was so Oma und Opa geschaut. Ja, genau. Und dann, ich weiß auch nicht warum. Und es war, ich habe Ende 2020 habe ich mir dann tatsächlich die ersten drei Staffeln angeguckt, die es bis dahin gab, halt in einem Rutsch. Weil da habe ich halt alle möglichen Sachen durchgeguckt, weil Covid und nicht viel zu tun. Und ich weiß nicht, warum ich habe mir dann einmal diese durchgelesen, was da stand. Und dass es halt ums jetzige Amerika geht und nicht um 1905 oder so. Und dann dachte ich so, hä? Okay, warum hat die da so komische Sachen an? Und dann habe ich mir die erste Folge angeguckt und dann ab da gab's kein Zurück mehr. Ab da war ich super Fan. Also ich konnte nicht mehr aufhören zu gucken. Ich habe das nicht bei vielen Serien tatsächlich. Ja, eben. Ja. Habe ich nicht bei vielen Serien. Ich habe das ganz selten, dass das in der ersten Folge mich gleich catcht. Ja. Und ich brauche meistens so 3-4 Folgen, bis ich dann wirklich sagen kann, okay, ja, die ist gut. Bei mir war es eigentlich, wenn ich jetzt mal so überlege, wo hat es mich so richtig gleich gecatcht? Bei The Walking Dead. Gut, da hatte ich auch keine andere Wahl, weil Olli mir das aufgezwungen hat. Aber leider, es hat für mich selbst auch gleich gecatcht. Bei Breaking Bad hat es bei mir sofort gecatcht. Bei Game of Thrones natürlich. Ja.
Und naja, ich sag mal so, bei einer Serie, um jetzt diesen Schwenk dahin zu schieben, wo ich hin wollte, Ich weiß, was jetzt kommt. bei Better Call Saul hat es das natürlich auch sofort Ja. gemacht. Und da würde ich gerne wissen, hast du Better Call Saul geschaut oder, also kennen wirst du es bestimmt, aber was hast du so erfahrungstechnisch mit Better Call Ich Saul habe am Hut? nur die ersten paar Folgen der ersten Staffel geguckt. Weil das fing 2015 an, gell? Die erste Staffel kam Ja, 2015 raus. genau. Genau. Vielleicht Und nicht zu sehr spoilern, weil Benjamin hat es noch nicht geschaut, aber er ist heiß drauf. Er kann's, nee, er schaut es aber dann erst. ich hab's ja auch nicht geschaut. Ich habe ja auch Nee, nur die aber ersten paar Folgen die geschaut. erste Folge hat ja schon ein paar Sachen so drin, wo man sagt, ah, ne? Ja, das stimmt. Also, ich sag, was soll ich sagen, wenn man Breaking Bad mochte, dann wird man die Serie auch lieben. Definitiv. Und ich weiß gar Das nicht, habe ich bisher auch so gehört. warum ich es nicht weitergeschaut habe. Es ist so, ich war 2014, war ich für ein Jahr in Japan bis 2015, genau, und habe da einige Freundschaften geschlossen, halt klar, ganz normal. Mit einem Amerikaner auch, der ist super Fan von dieser Serie. Und dann haben wir halt angefangen, im Stream die neuen Folgen immer live zu gucken, ja, 2015. Und haben wir das jede Woche gemacht. So, Benjamin hat es gerade rausgeschmissen, da muss man kurz nochmal schauen, wo wir waren. Und ja, wir waren bei The Last of Us und ja, einfach das Spiel, also besonders der zweite Teil, mega. Auch das Ende fand ich sehr, sehr gut erzählt. Ja, viel mehr kann man gar nicht zu sagen, Ja, außer dass es total. ein ziemlich, ziemlich geiles Spiel ist. Ja. Das ist auf jeden Fall bei uns auf dem Kanal so ein Thema, was immer wiederkehrt, weil wir einfach nicht genug davon kriegen können, diesen Spiel zu erzählen. Ich habe es auch erst vor 2 Monaten gespielt. Nochmal, Ja. beide Teile. Weil das Remake ja rauskam für PlayStation 5. Im ersten Und Teil. ja, es ist vielleicht ein bisschen unnötig gewesen, sich das Ding nochmal zu kaufen. Obwohl ich das Remaster ja habe. Sieht Aber halt ein bisschen ja, dann schöner nochmal in aus. der Grafik. Ja, es sieht noch schöner aus, deswegen habe ich es mir auch nochmal gekauft. Auf Genau. jeden Fall, weil wir gerade noch mal so ein bisschen kurz über graue Charaktere sprechen, also nicht die nur gut oder nicht nur böse sind. Handmaid's Tale ist halt auch voll von diesen Charakteren. Also ist eigentlich fast jeder so, ja. Weil die halt in dieser Gesellschaft leben, wo du halt Sachen machen musst, die nicht so toll sind, um zu überleben. Obwohl du eigentlich ein guter Mensch bist, aber ja. Die verfolgen zwar keine Zombies, aber oder parasitär, nee, pilzbefallene, mutierte irgendwas, aber trotzdem Der bist du halt. Cordyceps-Virus hieß das Ding. Ja, bist du halt dazu gezwungen, trotzdem ganz schlimme Sachen zu tun, teilweise, um halt dein Überleben zu sichern. Und also, wenn ihr sagt, dass euch solche Charaktere interessieren, dann ist diese Serie doch ganz geeignet, denke ich. Und mein Lieblingscharakter oder auch gerade in unserem Podcast, der übrigens Above the Garage heißt, was ich noch nie gesagt habe, ja, heißt Above the Garage. Behandelt halt hauptsächlich einen Charakter, der sehr, sehr kontrovers in dieser Serie ist. Und der heißt Nick Blaine. Und viele Podcasts und viele Leute sehen ihn als schlecht oder halt nicht so an, wie wir ihn sehen. Und deswegen haben wir halt auch diesen Podcast gegründet, weil wir haben eine ganz andere Sicht auf diese Person, wie wir vielleicht, wir beide oder wir drei jetzt ja auch, eine ganz andere Sicht auf Abby haben als viele andere Last of Us-Fans. Das stimmt.
Wir müssen jetzt leider zu einem Ende langsam kommen, aber wir haben mit Benjamin noch so ein paar kleine Fragen, die wir dir noch stellen wollen. Genau. Also mir würde jetzt zum Beispiel einfallen, wie könnten wir noch besser für unseren Podcast werben, beispielsweise. Ganz einfache Antwort, soziale Medien. Ganz, ganz easy. Wir haben alles, was wir so erreicht haben in dem letzten Jahr, haben wir eigentlich quasi nur über Instagram oder Twitter geschafft. Und mit täglicher Posting und täglichen Interaktionen und auch die Leute, die für die, wenn ihr sagt, ihr macht jetzt wirklich auch mehr so Serienbesprechungen, spezifisch wie jetzt bei House of Dragon, dass ihr sagt, ja, wir konzentrieren uns jetzt auch mal eine Folge hauptsächlich auf diese Serie, die Leute halt zu taggen oder halt, wie ihr auch schon gemacht habt, anzuschreiben. Aber das wird es halt meistens nicht bringen, die halt gleich vor den Kopf zu stoßen, weil die denken, hä, wer seid ihr jetzt, ja? Ja. Also das muss ich ehrlich sagen, wir haben halt wirklich, und wir haben auch wirklich die ganze Produktion abgegrast, ja. Jetzt nicht nur den Höchsten und nicht nur das Studio oder irgendwie sowas angefangen, da in die Posts einzubeziehen, sondern tatsächlich unsere beiden Medienbeauftragten. Wir haben da tatsächlich zwei Medienbeauftragten. Die eine hat sich freiwillig gemeldet, hey, ich bin jetzt Social Media, Instagram ist mein Hobby, mache ich super. Also es macht natürlich auch schon viel aus bei uns, dass wir so viele sind, weil wir können uns die Arbeit gut teilen, ja. Weil es ist für uns ja auch nur ein Hobby eigentlich. Wir verdienen ja damit jetzt auch kein richtiges Geld oder irgendwie sowas. Und deswegen teilen wir uns halt die Aufgaben ganz gut ein. Und genau, die eine hat halt gesagt, ja, ich mach jetzt hier gern Social Media Sachen, ich kenne mich mit Instagram aus, ich mache so Instagram-Posts, dann haben wir natürlich eine Twitter-Seite, aber wer weiß, was mit Twitter wird. Ja. Wir haben eine Facebook-Gruppe natürlich und wir machen Umfragen, so kleine Sachen für alle unsere Follower. Das ist so, wenn ihr in die Richtung wachsen wollt, dann soziale Medien. Also anderweitig ist es schwierig. Tatsächlich. Ich weiß ja Okay. nicht, wie ihr da so eingestellt seid. Also, So. ich habe einen Instagram-Account für den Kanal gemacht. Ja, aber also nur, weil ich mich mit Instagram halt ein bisschen auskenne, aber so mit Twitter habe ich so gut wie gar nichts am Hut und in Facebook auch nicht wirklich. Facebook wäre aber wirklich mal eine Idee, wirklich, weil also meine Eltern zum Beispiel haben sehr viele Bekannte auf Facebook. Und das Problem ist, die Ja, die meisten sind ältere halt aus Generation Ungarn und ich glaube, tatsächlich wir werden. so mein Alter und so Olli, Ja. so, ne? So. Das läuft. Nee, also Facebook bin ich auch Ja, nicht die mehr so kann unterwegs, aber. man schon dort besser erreichen. Wahrscheinlich, aber wie gesagt, die meisten sind dort halt Ungarn, weil in Ungarn wird das mehr benutzt. Und daher ist die ganze ungarische Bekanntschaft dort auf Facebook, aber die verstehen halt nicht so viel. Also, die haben es tatsächlich auch mal versucht, haben die erzählt, die haben mal ein bisschen reingehört, aber die haben dann nach 10 Minuten aufgegeben. Aber ja. Also, müssen wir mal schauen. Facebook ist vielleicht noch eine Idee, ja. Ja. Ja, und Das könntest du ja machen, beispielsweise. vielleicht ein guter Einstieg. Also was wir auch gesehen haben, ist, wir haben natürlich jetzt zur aktiven, also zu der Zeit, wo die Serie wirklich aktiv wieder gelaufen ist, ja, haben wir viel mehr Interaktion gehabt, als wo wir jetzt, sage ich mal, das Jahr hatten, wo wir jetzt diese Rekapitulation von den alten Folgen gemacht haben. Da sind halt nur die Hardcore-Fans mal gekommen, ja. Du kannst ja Hashtags machen oder Ja. irgendwie was kennzeichnen, dass Leute dich finden. Aber wenn es nicht präsent ist in den Köpfen, dann bringt es natürlich nicht so viel. Deswegen halt möglichst immer versuchen, so ein bisschen auf dieser Welle zu surfen, was gerade so in ist vielleicht, wenn ihr diese sozialen Medien mit angeht.
Und halt wirklich auch alle abzuholen, die es in den Produktionen so gibt, ja. Also auch die kleinsten Leute, auch die kleinsten Make-up-Menschen, ja. Weil die können dir manchmal so, so viel Input und auch so einen kleinen Push geben. Und bei uns war das tatsächlich so, wir haben angefangen mit dem Make-up-Artisten mit Interviews und wie gesagt, dann kam halt der Prosthetics. Und dann haben wir uns so relativ schnell hochgearbeitet, aber halt auch, weil wir halt eine ganz relativ gute Reputation an uns erarbeitet haben, irgendwie in der Hinsicht. Viel Werbung gemacht haben durch unsere Posts. Und darauf stehen die halt auch total. Und Werbung, kostenlose Werbung. Da sind die halt voll hinterher. Also wenn ihr irgendwie liebäugelt House of the Dragon Staffel 2 Screeners, dann müsst ihr jetzt anfangen, praktisch jede Woche oder mindestens jeden Tag House of the Dragon Posts zu machen mit irgendwas, was interessant ist. Ihr könnt uns ja auch mal folgen vielleicht, damit ihr mal seht, was wir so machen. Ja, ihr könnt uns ja auch nicht ab. Ja, also, das wollte ich sowieso. Dann könnt ihr mal gucken. Das wollte ich sowieso nochmal ansprechen. Ja. Für die Zuhörer, die das jetzt sehr interessiert hat, und jetzt mal sagen, okay, wir hören Watchers of the Screen, aber wir wollen auch noch einen anderen Podcast hören. Da kannst du ja mal den Namen von deinem Podcast sagen und wo ihr vertreten seid. Auf welchen Plattformen? Ja, also für alle Zuhörer von Watchers auf the Screen. Apropos, nochmal kurz eine Nebenfrage. Wo publiziert ihr euren Podcast? Neben YouTube? YouTube, also, ich habe es mal teilweise auf Spotify probiert, aber da auf Spotify ist es nicht gut gelaufen, deswegen habe ich es nur auf YouTube gelassen jetzt. Also, weil es immer so eine doppelte Arbeit war, das dann. Also wir sind eigentlich auf allen Plattformen, tatsächlich auf allen. Also wir machen es. Also wir nehmen über Zoom auf praktisch. Wir tun praktisch dieses Zoom auch ganz normal aufnehmen, wie das jetzt hier auch. Das läuft mit, Recording. Und dann wird irgendwie die Tonspur getrennt vom Bild, wie hier halt auch. Und dann kann man das so bearbeiten. Und dann haben wir das überall auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts. Also alles, was man sich vorstellen kann. Wirklich. Alles, was man sich vorstellen kann. Und ich glaube, wie auch immer, ist es nicht so viel Arbeit, das da auf verschiedenen Plattformen hochzuladen, wenn man das in einer bestimmten Art und Weise macht. Aber fragt mich das bitte nicht, weil ich bin nur Sprecherin und am Anfang habe ich mich nur dafür bereit erklärt, dass ich die Künstlerin des Podcasts bin. Also ich habe unser Logo gemacht, habe am Anfang, beziehungsweise mache es immer nebenbei noch so kleine Fanart-Bilder für unsere Interviewgäste als kleines Goodie, weil ich halt gern zeichne. Ja, und das mich auch eigentlich irgendwie auch zusammengebracht hat zu dieser Gruppe, weil ich habe Fanart für diese Serie gemacht und dann bin ich da reingerutscht praktisch und dann kam irgendeiner auf die Idee, ja, lass uns doch diesen Podcast machen. Und ich so, ja, ich mache das Logo. Klar, cool. Kann ich beitragen. Weil unser Podcast ist nur auf Englisch und Englisch ist nicht meine Muttersprache. Und ich kann Bilder beitragen. Und dann irgendwann so, ja, wir bräuchten aber noch ein paar Sprecher. Und ich so, ja, ich hatte zwar Englisch-Leistungskurs in der Schule, aber. Und ich war auch schon in Japan und so, ja, eigentlich kann ich auch Englisch reden, aber oh Gott, das ist ja schon ein bisschen peinlich, so, wenn es da so rumstottert. Aber nee, alles gut. Ja, dann habe ich mich halt doch dazu durchgerungen und jetzt haben wir tatsächlich Sprecher von Spanien, Argentinien, Puerto Rico, Österreich, Finnland, Deutschland. Ich bin nicht die einzige Deutsche. Und alles auf Englisch, aber cool. Ist schon irgendwie cool, dass du halt auf der Welt irgendwie ganz unterwegs bist. Ist natürlich auch
anstrengend, wenn es darum geht, irgendwie eine Aufnahmesession zu planen durch die Zeitverschiebungen, ja. Aber irgendwie haben wir es immer hingekriegt und naja. Okay. Genau, also ihr könnt uns folgen auf Twitter, Frage jetzt von mir. Und Facebook. Ja? Ja. Und eine letzte Frage von mir, weil ich das jetzt so interessant fand, weil du gesagt hast, dass du so Fanarts gemacht hast für die Serie. Wo kann man die finden? Auf Insta oder? Also hauptsächlich von dem tollen Charakter, also von meinem Lieblingscharakter. Die habe ich, ja, auf Instagram habe ich es geteilt, aber nur als, wie heißt das, Story? Also es ist irgendwie, glaube ich, weg. Auf Tumblr kann man die finden. Auf Reddit kann man die auch finden, aber nur, nee, da muss man angemeldet sein. Also auf Tumblr eher. Und einige haben. Okay, weil ich würde es mir mal gerne angucken, so, weil an sich so Kunst und sowas ist auch meins. Ich zeichne auch sehr gerne und das ist dann schon interessant, wenn man so andere Personen kennenlernt, die sich damit auskennen. Ja, dann sollte man sich gegenseitig folgen, auf jeden Fall. Gut, aber also es kann sein, dass ich es überhört habe, aber wie heißt denn nun der Podcast? Ach so, habe ich es immer noch nicht gesagt. Entschuldigung. Unser Podcast heißt Above the Garage, also über der Garage. Ach doch, das hast du gesagt. Ich habe aber. Ich habe es irgendwie verpeilt. Gut. Ja, nee, genau. Also, dann, ja, es hat eine Bedeutung innerhalb dieser Serie. Aber ich will sie jetzt nicht unbedingt spoilern. Vielleicht. Okay, naja. Aber falls ihr auf unsere Seiten kommt, Above the Garage, genau, falls ihr auf unsere Seiten kommt und das Logo seht und die Banner seht, könnt ihr erfahren, dass ich das gemacht habe. In Rücksprache mit anderen Mädels. Genau. Gut. Ja, da würde ich jetzt sagen, kommen wir zu den abschließenden Worten der wieder mal sehr langen Folge, aber wir hatten ja auch einiges zu erzählen, einiges zu besprechen. Hat jemand noch eine Frage von euch beiden? Vielleicht du auch an uns eine Frage oder Benjamin noch irgendwas? Nö, also ich möchte nur noch sagen, dass ich es super cool fand, diese Folge und mit dir zu sprechen, Jule. Ich fand es wirklich sehr, sehr interessant, was du so alles erzählen konntest. Auch wirklich viele neue Informationen, die wir sonst natürlich so nicht austauschen können, weil wir jetzt nicht in solchen Kreisen drin, sondern so nicht so viel Ahnung davon haben. Also es war wirklich sehr cool. Danke, dass du dabei warst. Ja, danke, dass du auch genau gesagt hast, okay, ja, wo Olli wird dir das ja irgendwann erzählt haben und dass du bereit warst, da bei uns mitzumachen, mal eine Folge, das fand ich gut. Finden wir beide gut. Ja, dann sag ich noch meine abschließenden Worte. Ich freue mich, dass ich bei euch mit dabei sein konnte. Und klar, also war sehr positiv überrascht, wo Olli mir das vorgeschlagen hat. Ich hoffe, ich war nur halb so klugscheißerisch, wie er ist. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Erfolg. Und wenn ihr irgendwie noch, genau, falls ihr die Serie anfangt und auch mal bei euch wieder vielleicht auch mal ansprecht, dann in euren Off-Seasons, wenn ihr irgendwie mal was habt, also wenn jetzt mal irgendwie eine Zeit ist, wo jetzt nicht so ganz coole neue Sachen rauskommen und ihr sagt, ah ja, jetzt gucken wir das auch mal, dann komme ich gern mal wieder und wir können uns gerne auch so drüber halten. Ja, gerne. Genau. Natürlich, das ist super. Weiterhin viel Erfolg und viel Spaß. Vor allem, also ich finde, es ist eher eine Spaßsache. Und ich freue mich auf euren Witcher-Film. Habe ich gehört, da kommt was. Auch wenn ich das Spiel nie, also den 3 Spiel gespielt habe. Außer die ersten 3 Stunden, aber ich habe gehört, Benjamin ist auch nicht weitergekommen. Ja, das Naja, ich spiele es in der Woche zum 4. Mal, also aber und ich freue mich, das ist es immer noch. Ich freue mich trotzdem, ich das schon 3-mal gespielt habe, immer noch wie beim ersten Mal drauf ist zu spielen. Okay. Also, ich glaube, es wurde alles gesagt.
Danke auf jeden Fall nochmal. Bermin, danke auch dir, dass du wieder mal da warst. Mal wieder. Mal wieder. Ja, gerne. Ja, Danke, Ronny, dass du auch mal wieder da warst. Bitte, kein Problem. Ihr werdet es wahrscheinlich gehört haben, dass ich ein bisschen erkältet bin. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu störend. Genau. Also, macht's gut. Ciao. Tschüss.